Hallo aus dem Rheingau. Herzlich willkommen zur Schlemmerwoche. Diesmal auf eine ganz andere Art, als man das normalerweise kennt. Normalerweise sind die Betriebe offen, die Weingüter haben Gäste eingeladen. Es ist Halligalli, schönstes Wetter, so wie es heute war. Nur, dass wir heute hier den Abend ganz anders verbringen. Aber immerhin virtuell und eine Alternative. Und die finden wir eigentlich gar nicht so schlecht. Nämlich mit Ihnen zu Hause im Wohnzimmer und hier in allerbeste Runde zu fünft mit drei Haushalten auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ich fange mal an, die Gäste vorzustellen, nämlich ganz links mit der Dame Astrid Löwenberg. Astrid, du bist Sommelier und Weinexpertin in München an der IHK, begleitest dort also Auszubildende rund um das Thema Genuss, hast eigentlich ganz, ganz viele bekannte Sommeliers, würde ich sagen, auf ihrem Weg begleitet, dorthin, wo sie heute stehen. Und ja, bist absolute Expertin in Sachen Wein und Ernährung. Kurzum, unsere absolute Fachfrau in Sachen Wein, neben dem Winzer natürlich heute Abend. Die Gastronomie spielt schon immer eine wichtige Rolle in deinem Leben, nicht zuletzt auch durch deinen Partner, der heute Abend auch da ist, nämlich Franz Keller. Der in der Runde, über den man vermutlich schon am meisten weiß und über den man doch noch so einiges erfahren möchte. Du bist Koch und Gastronom, aber noch viel mehr auch Autor und Hofinhaber. Vielmehr auch irgendwie Botschafter, da erfahren wir heute Abend auch sicherlich einiges. Bist aufgewachsen am Kaiserstuhl in Oberbergen. Jeder kennt wahrscheinlich den Schwarzen Adler. Ich würde es mal die Keller-Dynastie nennen, in die du da reingeboren bist. Und hast gelernt bei den ganz, ganz Großen, anders kann man es nicht sagen, bei Paul Bocuse, bei Michel Gérard in Frankreich. Es gibt weitere Stationen in Italien, Köln und so weiter. In Hattenheim gibt es heute die legendäre Adlerwirtschaft, die dein Sohn inzwischen weiterführt, auch Franz. Und du selber widmest dich voll und ganz dem Falkenhof, nämlich dem Bauernhof im Wispertal mit Wildrindern, Schweinen, Hühnern, alles, was man so braucht da dort. Und Kaninchen, Entschuldigung. Und ja, vor allem schaffst du dort ein neues Bewusstsein für Lebensmittel, würde ich sagen, unter dem Credo vom Einfachen das Beste. Ja, kommen wir zur Weinseite ganz rechts, ist Ludwig Jung vom VDP Weingut Jakob Jung in Erbach im Rheingau. Du hast sehr jung tatsächlich mit 18 Jahren den Betrieb übernehmen müssen damals. Damals war es noch ein Mischbetrieb, hast den weiter vorangebracht, sodass es nicht lange gedauert hat, bis der Verband Deutscher Prädikatsweingüter, der VDP, angeklopft hat. Und wir wissen alle, dass es ein besonderes Qualitätszeichen. Seit 1997 seid ihr also im Verband und man kann schon sagen, du hast damals die Grundlage für den Betrieb gelegt, wie er heute ist und wie er auch weitergegeben wurde. Heute bist du Senior-Berater, also eine Stelle, über die sich wahrscheinlich ganz viele in vielen Unternehmen sehr freuen würden. Also im inaktiven Ruhestand, würde ich sagen. Du kümmerst dich heute um die Weinberge und stehst mit Rat und Tat deinem Sohn zur Seite, nämlich dem Alex, der Alexander Jung, der heute eigentlich der eigentliche Gastgeber ist. Der hatte nämlich die Idee für diese virtuelle Schlemmerwoche und man kann schon sagen, er ist ein Rheingauer Bub, wie er im Buche steht, hat in Geisenheim studiert, hat Stationen am Kaiserstuhl und in Stellenbosch in Südafrika gehabt, immer zu sehen mit Kappe und Kapuzenpulli, außer heute, was schon mal heute die nicht. Besonderheit des Abends herausstellt. Und du sagst, ich liebe dieses Leben, nie ganz genau zu wissen, was kommt, jeden Tag alles geht. Für herausragende Trauben, für Weine, die mir und anderen Freude machen. Das Spiel des Lebens, meines Lebens. Und über das wollen wir uns heute Abend auch unterhalten. Und vor allem wollen wir aber Sachen probieren. Und wir haben gerade schon nicht im Live-Chat, aber per WhatsApp-Nachrichten bekommen, dass die ersten Flaschen schon leer sind. Also höchste Zeit einzuschenken. Wir haben beschlossen, der Alex übernimmt heute den Kellner sozusagen und macht uns die Gläser immer voll. Wir fangen heute an mit dem Rosé. Mit dem Joker. Und ich nutze die Zeit währenddessen einfach mal ganz kurz vielleicht noch für die Zuschauer zu Hause ein paar Mini-Infos zu geben. Sie alle haben Pakete bekommen, nämlich 6er-Pakete mit Wein. Und dort hat sich zum einen ein Stück Käse, ein Stück Fleisch befunden. Wir
probieren heute Abend die Weine einfach nach und nach, wie in der Reihenfolge, wie in der Probenfolge auf dem Zettel. Aber was das Essen angeht, lassen Sie sich's bitte einfach gut gehen. Wir sagen jetzt nicht, der Wein passt genau zu dem Käse gut und so weiter und so fort. Es ist Schlemmerwoche, wir wollen heute Abend schlemmen und es uns gut gehen lassen. Und deswegen ganz unbedarft sofort unbedingt alles aufmachen, so wie wir hinter den Kulissen auch schon ein bisschen gefäspert haben, kann man ja schon sagen. Ja. Wir freuen uns vor allem über Fragen, die ins Studio kommen und vielleicht auch Kommentare. Wir wollen ein bisschen hören, wie die Weine so ankommen, wie sie schmecken. Und wir wissen, dass einige Leute da draußen jetzt über Beamer, über das Handy und so weiter. Oh, da kommt's Essen. Schlemmen ist zwar ein bisschen eingeschränkt heute Abend, aber dafür haben wir genug zu trinken. Wir haben. Wir, während wir schlemmen, auf jeden Fall auch freuen wir uns über die Fragen und die Kommentare von außerhalb und die wir dann immer mal wieder ein bisschen einbringen. Ich sehe schon, die ersten haben ein bisschen probiert. Ich glaube, wir sollten einfach einmal anstoßen und die Schlemmerwoche, wird die offiziell eröffnet normalerweise? Jetzt. Jetzt also gut. Wird sie offiziell dann eröffnet, genau. Würde ich sagen, auf die Schlemmerwoche, schön, dass ihr alle da seid. Genau. Ja. Herzlich Cheers. Willkommen an alle. Wohl. Eine Sache habe ich zwischendurch, hätte ich fast vergessen. Katharina, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Mm. Wir haben Geburtstagskinder, die zuschauen und das wollten wir wenigstens kurz machen. Okay, wohin gehen die Grüße an die Katharina? Wo sitzt die Grüße gehen tatsächlich nach Hause, nach Erbach. Die Katharina ist die Tochter von guten Freunden und die feiern heute zusammen, sitzen zusammen und haben Spaß mit dem Paket, nehme ich an. Hoffentlich haben sie zwei bestellt. Die haben zwei Pakete. Siehst du? Profis halt. Ich fange einfach mal mit Astrid an, die, glaube ich, auch als erstes von uns allen probiert hat. Okay. So Rosé als Aperitivo geht schon auch, oder? Man braucht nicht immer Sekt. Absolut nicht. Ich habe mich sehr gefreut, dass ein Rosé dabei ist. Meiner Meinung nach ist ein Rosé auch nicht der Sommerwein, das Sommerweinchen, ganz im Gegenteil. Rosé ersetzt in meiner Küche, für Franzens Küche ganz oft die Vorspeise, ganz oft eine Pilzküche, also eine Schwammerküche, ganz oft Risotti. Und ich denke sogar ein Rosé in dieser Qualität, denn da sollte ich vielleicht bei anfangen. Hat mich sehr gefreut, gleich ein Stück von diesem wunderbaren Speck zu haben, weil der Spätburgunder sehr, 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 sehr fruchtig ist, diese rauchigen Noten hat und einfach Lust gemacht. Das habe ich auch gleich probiert, einfach Lust macht, was zu trinken. So ist es ein toller Aperitif, natürlich, weil er einen anregt. Die erste Flasche, die wir gesehen haben, die leer war, war auch ein Rosé von irgendeinem Zuschauer. Ich weiß nicht genau, in welchem. Hat wahrscheinlich das als Aperitif genutzt. Nur möchte ich noch mal betonen, Rosé gehört für mich ganz feste in eine Menüfolge. Und zwar zu ordentlichen Speisen, wie gerade Schwammerl, die man gar nicht so sehr mit allem begleiten kann. Mhm. Wenn es ein anständiger Rosé ist. Wenn es ein so saftiger, wunderbarer ist. So wie der. Ja. Da findet man immer öfter. Ne? Aber mir geht es auch immer so. Gerade auch Kürbis, finde so herbstliche Küche, weg von diesem Sommerlichen. Ja. Muss gar nicht nur Terrasse und Sommer. Das ist immer so ein bisschen, glaube ich, das, was viele einfach nur sagen. Aber eigentlich ist es viel, viel mehr. Viel mehr als ein Joker. Obwohl dieser Name Joker ja eigentlich total gut passt, finde ich. Weil, wenn man irgendwie Gäste erwartet und weiß nicht so recht, okay, was trinken die gerne oder so. Mit einem Rosé liegt man eigentlich selten falsch. Oder wie ist die Erfahrung bei euch auf dem Weingut? Also ist bei uns tatsächlich so. Ne? Also wir haben ja diese Joker-Linie, das gibt es ja einmal als Riesling trocken, dann als Rosé trocken und Rosé Feinherb. Und unsere Etiketten sehen ja aus wie Spielkarten. Das haben wir ja mit dem Jahrgang 2016 haben wir das ja quasi geändert. Und da gibt es eben diese Joker-Weine. Weil es unheimlich vielseitige Weine sind, weil es Weine sind, die natürlich auch unheimlich viel Trinkspaß haben, unheimlich viel Trinkfreude, unheimlich viel unheimlich animierend sind. Und was ist vielseitiger im Kartenspiel als ein Joker? Nichts. Deswegen hat es der Joker bei uns auf die Etiketten geschafft. Dann vor allen Dingen braucht man nicht so viel erklären. Wenn wieder keiner weiß, ob er weiß oder rot will, dann fängt man halt mit einem Rosé an. Das ist der Joker. Das ist sowas wie das Ass im, Ass im Ärmel. Ich denke, man sollte aber jetzt noch einmal betonen, es ist nicht ein Entweder-Oder-Wein, es ist ein wirklicher, ausdrucksstarker, eigenständiger Wein, der wirklich, wirklich nach vorne gehört. Wunderbar. Also er bringt uns jetzt auch richtig in Stimmung.
habe, der im Menü so einige Plätze belegen kann. Was kostest du normalerweise dazu, zu Rosé? Also tatsächlich, jetzt aktuell bin ich da eher auf der Fischseite oder Meeresfisch. Wir haben gestern zu Hause Garnelen gegrillt. Das war hervorragend dazu. Haben wir auch eine Flasche Rosé trocken dazu getrunken. Du hast eben gesagt, dass du Hering gegessen hast. Und das war heute. Sehr, sehr viele lange Jahre war für mich der Hering und ein Bier eine gesetzte Geschichte. Aber dann ist es ja auch manchmal ärgerlich, wenn man gar keine Lust hat auf Bier und nur ein Gericht hat, so wie Schweinsbraten in Bayern, da denkt man auch, da geht nur Bier zu. Aber da würde mir das jetzt sehr gut zu gefallen. Denn es musst du ja auch erst einmal schaffen, das muss ein Wein ja auch erst einmal tragen. Ein richtig ordentlicher Hering, je nachdem in welcher Zubereitung, Hausfrauenart, ist ja sehr, sehr anspruchsvoll. Aber man kann Hering ja auch in anderen schönen Zubereitungen haben. Wenn er gebraten ist, ja. Richtig gebraten ist, herrlich ja. Dazu. So wie Sardinen, wunderbar. Man muss halt Kraft haben und was dagegen halten können und dann passt's. Ja? Also dieses Image vom Rosé, so irgendwas zwischendrin, das ist eh nichts für Leute, die eine Ahnung davon haben. Weil Rosé ist schon ein eigenständiger Wein und der durchaus was richtig Tolles darstellen kann. Und er ist auch sehr, sehr vielseitig, oder? Absolut. Vielseitiger finde ich zum Essen. Wie ein Riesling, oder? Wir haben ja einen ganz anderen Weg zum Rosé gefunden. Ich erinnere mich, vor 10, 15 Jahren hat so ein bisschen dieses schlechte Image damit zu tun gehabt, dass Rosés vom Prinzip her entweder super, super restsüß ausgebaut waren, so dass man, wenn man tatsächlich einen trockenen Wein haben wollte, es überhaupt keine Alternative war, oder man bekam sie sehr alkoholisch. Und das hat sich doch sehr geändert. Und es geht sehr in die, mein Rosé, wir wissen, kann auch aus mehreren Rebsorten gemacht werden. Aber wenn ich einen so wunderbaren Rosé habe, der ja anderswo vielleicht Seigneur heißen würde oder was auch immer, dann habe ich ja die volle Kraft der Rebe, der Traube, des Saftes im Glas. Und es ist einfach ein wunderbarer, erfrischender Wein. Vielen Dank. Zum Vorwärtstrinken. Zum Wohl. Genau, Vorwärtstrinken hast du früher immer gesagt, Franz, ne? Wie Vorwärtstrinken? Vorwärtstrinken. Einschenken, Vorwärtstrinken. Aber ist reiner Spätburgunder tatsächlich? Ist 100% Spätburgunder. Ich kann noch erwähnen, ja, es ist 100% reiner Spätburgunder. Warum nennt ihr ihn dann Rosé? Weil, das kann ich dir ganz einfach sagen, sagen wir auch ganz ehrlich, das verkauft sich besser. Also es wäre rein weinrechtlich, wäre es ein Spätburgunder Weißherbst, weil Weißherbst ja bedingt, dass es 100% aus einer Rebsorte ist. Aber wir schreiben schon seit Jahren nicht mehr Rosé. Nicht mehr Weißherbst, wir schreiben seit Jahren schon Rosé. Ja, die Franzosen waren schon immer ein bisschen gescheiter und schneller. Die wussten schon immer, wie man es besser verkauft. Ja. Aber wir haben schon gesehen, einige haben scheinbar die Flaschen schon leer. Wir haben trotzdem 6 Flaschen. In heutigen Runden ist es vielleicht nicht für alle einfach, alles zu lernen. Deswegen habe ich mir auch kurz überlegt, wie lange kann ich die jetzt offen halten? Ich meine, wir haben ein langes Wochenende vor uns mit Pfingsten, aber wie lange kann man denn so eine Flasche jetzt wirklich im Kühlschrank behalten? Weil ich habe oft das Gefühl, es ist ja eigentlich viel länger, als viele denken. Also viele denken noch... Darf ich ganz schnell was dazu sagen? Ich bin ein absoluter Spezialist und kriege ganz, ganz viel Schelte. Ich lasse immer Weine in dieser Qualität offen, ohne Verschluss. Und lange kein stehen. Kein Kork. Und zwar sehr, sehr lange. Ich hatte jetzt gerade kurz bevor die Pandemie ausgebrochen ist, haben wir einen Sommelierkurs begrüßt und der durfte nur eine Woche da sein. Ich hatte am dritten Tag gesagt, wir haben hier eine wunderbare Flasche, ein Riesling auch. Wir werden den nächste Woche Montag probieren, wenn ihr wiederkommt. So, das war der 13. März. Sie kamen wieder an diesem ersten Montag, Montag dieser Woche. Und ich habe ihn blind eingeschenkt, nicht gesagt, was es ist. Der stand seitdem, ich habe ihn sogar karaffiert, weil er dann besser in den Kühlschrank gepasst hat, ohne Deckel, ohne alles. Und das sind jetzt geschlagene 2 Monate gewesen. Mhm. Also diese Zuversicht bei Weinen dieser Qualität mit so einer frischen Säure, die natürlich auch ein Stabilisator ist. Entschuldigung, wenn ich da so viel reinquatsche. Aber es ist mein absolutes Lieblingsthema, dass Wein eine so große Stabilität hat. Und wenn wir was drauf haben, wenn sie was dahinter ist. Mit den Tests habe ich leider nicht so viel Erfahrung. Bei mir sind die Flaschen eher meistens.
Ja. Wenn sie nicht sagt. Ja, schon. Also man macht ja manchmal gleich parallel mehrere Sachen. Aber das stimmt schon. Wenn man die Qualität eines Weines wirklich auch mal testen will, sollte man den auch 24 Stunden später nach geöffnetem Zustand noch mal probieren. Ja. Habe ich immer gemacht. Wenn ich Weine aus Italien oder was weiß ich was getrunken habe, nie sofort spontan bestellen. Schon gar nicht, wenn es schon der sechste ist, den man probiert. Klassiker, ja? Ich glaube, das kann dann lieber noch mal am nächsten Tag. Und dann sieht man wirklich, dann scheidet manchmal, da gibt es schon die Spreu vom Weizen, die sich dann trennt. Ne? Und es macht auch Spaß, Weine ein bisschen stehen zu lassen und dann noch mal zu probieren, oder? Manchen tut es ja wirklich auch super gut. Ne? Wenn es einem gelingt. Große Weine öffnen sich da oft erst so nach so einer gewissen Zeit. Gell? Wenn ich gerade jetzt auch sagen wir, große Gewächse im Riesling, so, wenn die einfach mal etliche Stunden oder über Nacht stehen lässt oder 24 Stunden, dann gehen manchmal Weine so richtig auf und präsentieren sich noch mal ganz viel positiver als in dem Moment, wo du sie gerade frisch geöffnet hast. Wir reden über Potenzial im Wein und Potenzial ist im Grunde genommen Synonym für Zeit. Und du hast ein großes Gewächs oder eine erste Lage oder einfach nur einen sehr, sehr guten Ortswein. Ja. Und du machst den auf viel zu früh. Und dann ist es wirklich wenigstens dieser schöne Effekt zu sehen, nach 1, 2, 3, 4, 5 Tagen, dass er diese Entwicklung macht. Wir nehmen uns viel Vergnügen, indem wir zu früh und zu schnell austrinken. Und vor einfach allem, mehr kaufen. Noch mehr hinterher. Das ist richtig. Der Franz sagt's. Ich bin vollkommen Franzens Meinung, wie immer. Ja, aber es ist ja vor allen Dingen, jetzt heute Abend. Es sitzt ja, oder die wenigsten werden alleine jetzt vor dem Monitor sitzen. Es werden die meisten ja tatsächlich zu zweit, zu dritt, zu viert davor sitzen. Dann ist das ja schon schaffbar. Aber wenn man jetzt da noch was übrig hat in der Flasche, dann muss man sich ja wirklich überhaupt keine Gedanken machen, dass man das in aller Ruhe übers Pfingstwochenende trinken kann. Ja. Auch nächste Woche noch. Ja. Wie muss ich mir denn die Rheingauer, also ich bin jetzt neu nach Mainz gezogen, wie muss ich mir das vorstellen? Weil es hört sich ja schon so an, als ist es ein riesen Halligalli, alles ist offen, es wird gefeiert. Wie muss ich mir die Schlemmerwochen, Ludwig, eigentlich vorstellen? Wie man sich die Schlemmerwochen vorstellen muss, wenn sie so stattfinden, wie es das üblicherweise war. Ja, Riesenhalligalli war ein ganz guter Begriff. Also das ist ja, haben im Rheingau ja ganz viele Betriebe dann ihre Türen offen, die normalerweise keine Straußwirtschaft machen, wo man normalerweise vielleicht mal hingehen kann, kann Wein probieren, kann Wein kaufen, aber eben nicht dort sitzen, um eben auch was zu essen und einfach die Stimmung zu genießen, mit anderen gemeinsam zu feiern. Und das ist über 10 Tage dann Schlemmerwoche im Rheingau. Das sind über 100 Betriebe, die genau just nur in dieser Zeit ihre Türen öffnen. Und da ist auch wirklich richtig viel los. Also wir haben da, ja, da wird bei uns das Kältehaus ausgeräumt, da wird der Hof eingerichtet und dann können da bis zu 150 Leute sitzen. Und die Plätze sind eigentlich auch immer sehr begehrt und oft reichen sie nicht aus. Und es ist eine Stimmung, die auch manchmal schon bis spät in die Nacht geht, wo dann gefeiert wird, wo zu den Weinen im Grunde was Ordentliches gegessen wird, so wie wir es im Rheingau gerne mögen. Da muss kein Chichi sein, sondern es müssen eher bodenständige Sachen sein. Da sind wir so ganz bisschen beim Franz in dieser Art. Und es ist ein ganz großes Fest, das natürlich in diesem Jahr leider sehr fehlt oder gefehlt hat, muss man sagen. Aber muss man hoffen wir, dass im nächsten Jahr wieder stattfindet. Bitte? Im kleinen Ort. Im kleinen. Und ich meine, Gutes zu essen, Gutes zu trinken haben wir auch. Vor allem lacht mich der Spundekäse an. Und ich muss ein bisschen lachen, weil im Paket ja auch das geheime Familienrezept der Familie Jung lag. Und wir hoffen, dass ganz viele, schauen wir mal, ob vielleicht ein paar Leute auch kommentieren, wie der Spundekäse denn so funktioniert hat in der Küche. Das geheime Familienrezept wird gleich für 10 Personen gerechnet. Ich glaube, das ist so wie bei uns im Schwäbischen, wenn man Maultaschen und Spätzle macht, dann für gefühlt die ganze Verwandtschaft. Ich musste aber grinsen, weil dann doch drin stand, unbedingt Philadelphia benutzen. Und jetzt sind wir ja doch, also wir sind zwar live, aber doch irgendwo unter uns und dafür kommen keine Werbespots später. Warum muss es Philadelphia sein, habe ich mich gefragt. Also die Frage müsste man eigentlich natürlich meiner Mutter stellen, die ja selbst das Rezept auch ein bisschen weiterentwickelt hat. Sie ist der Meinung, in dieser Konsistenz, in dieser Cremigkeit geht es tatsächlich nur mit Philadelphia Doppelrahmstufe. Ja. Also nicht irgend so ein, du wirst es bestätigen, nicht irgend so ein Balance-Quatsch. Wenn man nichts reintut, kommt auch nichts raus. Ja, das ist beim Wein wie beim Essen. Das ist halt genau das Thema. Dingen auch. Und
da ist es tatsächlich so. Also den gibt es ja sogar auch im 10-Kilo-Eimer. Meine Mutter macht ihn tatsächlich am liebsten aus den kleinen Bechern, weil sie sagt, die Konsistenz sei tatsächlich anders. Okay, da sieht man, er wird mit ganz, ganz feinen Maßen gemessen. Ja, aber hat wohl auch zum Erfolg geführt. 2015 wurde er nämlich zum besten Spundekäse. Genau, gibt dem Rheingau ja den Wettbewerb. Rheingau sucht den Superspundekäse. Okay, Entschuldigung. Von der Rheingauer Weinbühne im Brentano-Haus, in der Brentano-Scheune. Mhm. Und da hat meine Mutter 2015 teilgenommen und hat den Wettbewerb gewonnen, ja, mit eben diesem Rezept. Also wir essen heute gekrönten Spundekäse. Gekrönten Spundekäse. Weiß nicht, Franz, hast du dir das Rezept angeschaut? Was ist, jetzt müssen wir schon ein bisschen rauslocken. Was ist das Geheimrezept von dir? Was muss unbedingt in den Spundekäse rein, damit der Franz Keller like wird? Also erstmal koche ich ja immer Freestyle und ich mache das dann auch, wenn ich halt einen mageren habe, dann tue ich halt noch ein bisschen Sahne rein, aber ich bin kein so ein Rezeptfreak. Das ist ja immer mein Problem, wenn die Leute fragen, wie man das macht. Ich mache sehr, sehr viel Freestyle und ich würde ihn wahrscheinlich genauso cremig machen. Ich habe ja auch gleich gesagt vorher, wo wir probiert haben, Philadelphia, weil du hast ja so einen Grundgeschmack da. Ja. Aber das Tolle an dieser Zeit, und das muss man jetzt vielleicht auch mal sagen, dass die Leute plötzlich kochen, Zeit zum Kochen haben und auch kochen, ne? Weil damit ihnen nicht die Decke auf den Kopf fällt. Und das hoffentlich verändert das auch ein bisschen. Mein Buch heißt ja auch Ab in die Küche, weil wir können heute so viel Zeug kaufen, was schlecht und recht fertig gemacht wird, was halt bequem ist. Man reißt das Ding auf, man isst es und nimmt sich keine Zeit dazu. Aber Essen hat etwas mit Kultur zu tun und dafür braucht man Zeit, genauso wie man auch Zeit braucht, um einen anständigen Wein zu machen. Und das ist das Wichtigste. Es sind nicht die Rezepte das Wichtigste. Man darf die Leute auch nicht überfordern mit Rezepten. Man muss einfach sagen, mach einfach. Meine besten Rezepte sind entstanden, mein Joghurt Wasabi, den ich mal gemacht habe. Da habe ich in den Kühlschrank geguckt, morgens um 2:30. War leider nicht viel drin, weil ich länger weg war. Da war eine Dose Ölsardine, ein Eimerchen Joghurt und Wasabi. Also gab es Ölsardinen. Was mache ich jetzt? Natürlich war ich nicht mehr ganz nüchtern, aber ich hatte halt Hunger. Dann habe ich Joghurt und Wasabi gemischt, was schon mal ein absolutes No-Go ist, weil die Japaner essen keine Milchprodukte. Es war mir aber in dem Moment egal. Joghurt war mir zu langweilig, Pfeffermühle auch. Habe ich das drunter gemischt. Und dann habe ich die Ölsardinendose aufgemacht mit dem Öl. Das ist jetzt doch um 2:30 morgens ein bisschen zu schwer. Dann habe ich das auf ein Sieb gekippt, habe die Ölsardinen, habe diesen Joghurt Wasabi dazu gemacht. Ich habe schmeckt lecker. Und hast du das Rezept jemals in irgendein Kochbuch geschafft? Nein, bis jetzt nicht. Aber das ist eigentlich einfach. Eine Tube Wasabi, also dieser fertige, weil wenn man das Pulver nimmt, ist er noch schwerer zu dosieren. Und ein 500 Gramm Eimer oder griechischer Joghurt. Es gibt mindestens 10%. So, und dann rührt man dieses Wasabi mit etwas Sahne an am besten, weil wenn man das Wasabi einfach in den Joghurt macht, rührt man sich einen Wolf, bis das verrührt ist. Man muss das richtig miteinander mischen, da kommt ein bisschen Zitronensaft dazu, dann kommt der Joghurt dazu. Kann man ja auch im Kleinen machen, halbe Dose Joghurt, halbe Tube Wasabi. Und das kann man zu Gemüsesticks essen, das kann man zu einem gebratenen Fisch essen, oder gegrilltes Stück Fisch, alles Mögliche. Und ich möchte ja den Leuten auch immer die Angst vorm Kochen nehmen, indem ich denen komplizierte Rezepte und wie meine Kollegen tolle Bilder von Foodstylisten und was weiß ich was, die kochen das einmal, sehen ihr Ergebnis, sehen das Ergebnis im Kochbuch, die kochen nie wieder, weil sie frustriert sind. Und deshalb, ich bin absolut dafür, einfach machen. Die eigene Familie ist der beste Testfall. Die sind sowieso leid gewohnt. Dann könnt ihr auch mal probieren, wenn es nicht funktioniert. Und irgendwann, je mehr dass man es macht, umso mehr wird man dann reif und kann auch mal ein paar Freunde einladen. Aber hier geht es doch, glaube ich, um Wein. Oder? Aber so, auch um Essen. So ist nicht. Habt ihr alle noch? Auch um Ab in die Küche. Ich muss, also das Buch ist jetzt wann genau rausgekommen? Im März. Im März. Zur Pandemie. Also ich wollte gerade sagen, eine bessere PR fast für dieses Buch hätte man sich ja gar nicht kaufen können, weil also jetzt auch so im Familienkreis, im Freundeskreis, es war ja schon ein Zurück in die Küche, weil man einfach nicht dorthin gehen konnte, wo man normalerweise gerne ist. Und ich glaube, so geht es uns allen. Man hat auch erstmal gemerkt, wie stark man das vermisst, irgendwo in einem Restaurant zu essen. Ja, also, Gott sei Dank. Und das hat ja auch mal ein bisschen aufmerksam gemacht auf diese Dienstleistungen. Ja.
Und das hat ja nicht nur etwas mit Essen und Trinken zu tun, sondern das ist ja auch ein Lebensgefühl. Also eine Gastronomie vermittelt auch ein Lebensgefühl. Und so hat jeder Absolut. Seine eigene Kneipe. Und wenn es nur eine Bierkneipe oder eine Kölschkneipe ist oder eine Weinstube, das hat was mit Kommunikation und mit Leben zu tun. Mhm. Und ein untereinander miteinander sein und dann plötzlich dieser ganze, ich nenne das jetzt inzwischen nicht mehr Pandemie, sondern ich nenne das so den Reset-Knopf gedrückt mal wieder, mhm. weißt du, wenn das Programm ja. nicht mehr richtig funktioniert, hat viele, viele Nachteile, macht ziemlich viel auch kaputt. Aber es schafft auch vielleicht ein bisschen Zeit zum Nachdenken und einige Dinge mal in Frage zu stellen, die man vorher immer für selbstverständlich gehalten hat. Und wer einen anständigen Keller zu Hause hat, hat am wenigsten Probleme gehabt. Oder? Es hat sich gezeigt. Dazu. Nicht nur der Keller, sondern halt auch der Inhalt. Ja, ein Keller ohne Inhalt ist kein Keller. Genau, richtig. Wer möchte, kann gerne jetzt schon mal auf jeden Fall den Rotwein aufmachen. Das wollten wir nur gesagt haben, nicht, dass wir nachher direkt frisch geöffnet probieren. Der kann ruhig jetzt mal eine gute Stunde ein bisschen Luft kriegen. Schadet ihm mit Sicherheit nicht. Wie war das, wenn wir jetzt gerade von dieser Zeit sprechen, vom Reset, von der Reset-Zeit? Ich hatte so das Gefühl, die schon immer was Gutes in den Keller gelegt haben, die haben da wirklich von profitiert. Ansonsten ist natürlich alles explodiert, was man an Wein verschickt hat. So war es bei euch sicherlich auch. War es denn auch so, dass man gesagt hat, die Sachen, die man sich für was ganz Besonderes zurückgelegt hat oder dass man irgendwann gesagt hat, so egal, jetzt das machen wir auf. Gab es da bei euch so Beispiele an Flaschen? Also bei uns sind jetzt kein konkretes Beispiel, aber bei uns sind schon der Zuhause-Weinkonsum ist doch schon nicht niedriger geworden in der Zeit. Ich bin froh, dass wir bei uns auf dem Weingut einfach eine Gitterbox haben, wo wir das Leergut reinschmeißen. Da sieht das keiner, wenn man an einen Container geht. Eine Altglas-Container. Und da war es aber auch so, dass wir gesagt haben, so ein paar Sachen, komm, das machen wir jetzt einfach mal auf. Da haben wir jetzt einfach mal Lust drauf, da haben wir jetzt Bock drauf. Und das hat sich auch gelohnt. Man sollte es einfach... Ich glaube, wir machen zu häufig den Fehler, dass wir denken, wir brauchen jetzt irgendeinen besonderen Anlass, um vielleicht auch mal ein großes Gewächs zu trinken. Nee, man kann ein großes Gewächs auch am Dienstagabend auf der Couch trinken. Ne? Das geht auch, das macht auch Spaß. Und im Grunde genommen eigentlich, es ist ja toll, wenn man besonderen Wein eine besondere Bühne gibt. Insgesamt ist es aber doch wirklich so, dass es egal ist, in welchem Moment oder an welchem Tag man einen ordentlichen Wein öffnet. Also dieses sich aufheben für kann ja auch dazu führen, dass man ihn vielleicht niemals erwischt oder dass man ihn im falschen Moment erwischt. Und die Spontanität ist da, glaube ich, der ganz wichtige Punkt. Das regt einen dann ja auch zu einem neuen Rezept vielleicht an, kommt auf eine ganz andere Idee als das, was man kochen wollte. Der Schnettler fragt gerade, hallo, Monsieur Professor Schnettler. Der fragt gerade, wunderbarer Rosé. Nee, warte mal, der fragt, okay, zum Wasabi. Ob Wein funktioniert zum Wasabi? Wein, echt? Fragezeichen. Ja, wenn es der richtige Wein ist. Und du musst ja den Wasabi nicht pur essen. Ganz im Gegenteil. Ja. Es gibt sehr viele Weine, die besonders gut, ich habe gerade von Professor Hatt, das ist mein Sensorik-Guru, etwas gelesen. Es ist sogar so, dass bestimmte, Wasabi ist jetzt was anderes, aber bei Capsaicin ist es der Fall, dass das so ein auch so Glückshormone auslöst wie Zucker und dass genau das beabsichtigt ist, jetzt natürlich nicht von jedem Winzer, aber dass der Fruchtzucker, den man teilweise zu sich nimmt über restsüße Weine, das super, super kompensiert und im Grunde genommen noch verbreitert. So kam ja auch die Entwicklung, dass die asiatische Küche bzw. die asiatischen Märkte die restsüßen Rieslinge aus Deutschland auf einmal zu sich genommen hat. Und für uns sind ja auch in den asiatischen Restaurants, also man braucht was Saftiges oder man braucht Fruchtzucker oder sowas. Riesling. Und bevor ich Schnaps dazu trinke, was ja ganz oft gemacht wird, Mai Tai oder sowas, dann nehme ich doch wirklich lieber eine Spätlese, dann überstehe ich das Menü auch. Ja. Wenn ich 2 Mai Tai getrunken habe, dann ist das Essen ziemlich schwieriger. Schnell beendet. Ja, ich musste auch an die letzte Flasche, die wir wahrscheinlich heute trinken, denken. Zum Wasabi können wir nachher nochmal auf jeden Fall. Also Schärfe wird kompensiert, das habe ich jetzt nicht deutlich genug gesagt. Schärfe wird kompensiert. Am allerschönsten und am einfachsten über eine ordentliche Fruchtsäure, einen schönen Extrakt und ein bisschen Restsüße.
Genau. Ein bisschen Restsüße. Jetzt haben wir noch Schnettler, gar nicht. Der Schnettler hat auch noch eine wichtige Frage an euch hier. Okay, dann muss ich sie wohl doch mal. Rheingauer Bärentrockenbeeren auslesen. Warum hast du die nicht getrunken in dem Alter? Oh ja. Aber es macht nichts, die gehen nicht kaputt. Bring sie mit in Rheingau und dann probieren wir immer eine und der Rest wird wieder neu verkorkt bei euch, okay? Guck mal, 71, 59 und 75, wir trinken mit. Ja, der war schon immer gut hier, der war lange im Rheingau. Ja, ich habe vor allem, ich verstehe die Frage nicht mit dem Umkorken. Ich kenne nur Entkorken. Für alle anderen. Aber wenn auch einer welchen hat, der so reif ist, ist doch schön, oder? Ja. Also wir unterstützen das. Bringen vorbei. Wir helfen alle gerne mit. Aber wir müssen probieren. Für alle anderen Zuschauer, die jetzt gar nicht lesen können, was wir gerade hier für Fragen bekommen. Also wir haben ja mit allem gerechnet, aber nicht mit der Frage, wo man 71er, 59er, 75er Riesling, Rheingauer Bären, Trockenbären auslesen und Eiswein umkorken kann. Aber ich bin mir sicher, der Alex meldet sich und wird sich drum kümmern. Melden uns im Nachgang. Wir haben auch Moin aus Hamburg, schreibt jemand, Leute aus Hamburg dabei, also Moin zurück. Und aus Kiel, sehr schön. Super. Was wir aber noch überhaupt gar nicht geklärt haben und was auf der Hand liegt und ganz, ganz wichtig ist, warum, also diese Runde, wie sie sich heute so zusammentut, wie kommt ihr überhaupt zusammen, woher kennt ihr euch? Vom Trinken. Vom Trinken. Ich meine, das lag wahrscheinlich tatsächlich auf der Hand bei den meisten. Aber Ludwig, kannst du dich an deine erste Begegnung mit dem Franz erinnern? Ich kann mich daran wirklich erinnern. Ich weiß nicht, ob der Franz sich daran erinnert. Aber ich gehe eher mal davon aus, dass er sich nicht daran erinnert. Das lag am, weil es so lange her ist? Ja, das ist schon sehr lange her. Ich würde mal, wann warst du im Kronenschlösschen im Rheingau? Wann war das? Vor 22, 23 Jahren. Ich hätte jetzt 25 gesagt, ja, also so in etwa, aus dem Gefühl heraus. Man kann natürlich Franz Keller vom Namen her, aber wir hatten uns vorher noch nicht kennengelernt. Und da waren wir damals mit Freunden auf einer Tour und wir haben öfter so eine Tour mit dem Bus gemacht, 8 Leute im Bus und irgendwo rumgefahren und da draußen in Weinbergen und natürlich reichlich zu essen und zu trinken dabei. Und sind dann aber so im Abschluss in der Gaststätte oder in der Bar, sagen wir, in Hattenheim gelandet, im Perron. Und da war der Franz Keller. Ach so, in der. Und wir haben da im Grunde mit der Truppe, das war so lustig und du kamst dann raus. Und dir hat es offenbar so gut gefallen, dass du plötzlich mit einer ganzen Runde Bier, das ist halt eine Bierkneipe, rauskamst und uns eine Runde Bier ausgegeben hast. Und das war die erste Begegnung, in der wir uns kennengelernt haben. Danach gab es natürlich noch viele, viele andere Begegnungen. Wir haben dann einen Stammtisch angefangen, im Grunde bei einem Italiener in Eltville, zusammen mit unserem gemeinsamen Freund Daniel. Und ich habe mit dem Josef Laufer, ja, haben wir diesen Franz-Josef-Wein gemacht. Also genau. Immer einen Riesling ausgesucht, ja, bei einem Weingut. Sehr klassisch, mit ein bisschen Botrytis, aber auch schon bei der Spätlese, was ja damals verpönt war. Mhm. Und ich hatte keine Ahnung von Riesling, als ich in Rheingau kam. Ich komme ja aus dem Badischen und der alte Josef Laufer vom Krug hat mir das alles beigebracht, da habe ich sehr viel gelernt und wir haben immer blind probiert in den Weingütern und da hat jeder seine Liste gehabt und wir haben irgendwie immer das Gleiche angekreuzt und ja, da waren diese Spätlesen dabei, die damals als fehlerhaft galten, weil sie einen kleinen Botrytis-Ton hatten und die haben wir gekauft und haben wir gesagt, jetzt müssen wir einen Namen finden, da haben wir getrunken und gemeint, wir kamen auf nichts und dann haben wir den einfach Franz Josef genannt. Ich heiße Josef, du heißt Franz, der heißt jetzt Franz Josef. Und da kam dein Bruder und hat gesagt, ich bin der Pate dazu. Er hat den Paten gespielt für diesen Wein, ja, das weiß ich genau. Und irgendwann haben wir dann auch Spätburgunder gemacht und der hieß dann Josef Franz. Josef Franz, genau. Und das nur am Rande. Ja, wenn man so, wir sind keine 2 Kilometer auseinander. Ja. Und also wenn man in einer anständigen Gegend wohnen will, ich habe die Weingegenden und den Rhein nie verlassen, weil da kann man gut leben. Ne? Ja, am Rhein. Sagt ja, der nach der München. An der Saar auch oder an der Mosel, aber ich komme halt, also am Wasser, ich komme halt vom Rhein. Und da, wo es Wein wächst, geht es den Leuten auch gut. Und da ist auch ein gewisses Lebensgefühl. Und deshalb bin ich im Rheingau gelandet. Das jetzt noch mehr auszuschmücken, wie das kam, ist ein bisschen zu viel heute Abend. Auf jeden Fall hat es einen Riesenspaß gemacht. Machen wir noch einen Termin. Die ganzen Sachen. Dann machen wir noch einen Termin. Hat es Spaß gemacht, also diese ganzen Weingüter, diese ganzen Lagen vom vorderen bis zum hinteren Rheingau kennenzulernen. Und das ist ja das Tolle beim Wein, diese Vielfältigkeit. Und da kann sich jeder da suchen, was er braucht, was er meint zu brauchen, was ihm schmeckt. Und das ist ja immer ein Prozess, der immer weitergeht. Man kann ja
Wahrscheinlich haben alle mal von uns mit Edelzwicker angefangen und was weiß ich was. Oder mit, wie ist das Zeug aus Frankreich noch? Ja. Ich habe immer nur Burgunder getrunken. Ja, aber ja, du also, kamst also Edelzwicker ja auch aus einer Gegend. Übrigens, die ja. Zuschauer fragen, ob wir mal noch eine Flasche weitergehen können. Ich glaube, genau. Wir fragen mal unseren Kellner der Runde, ob er den nächsten Wein einschenken will. Groß. Ein gutes Stichwort. Was ich auf jeden Fall noch, was ja auch euch vielleicht verbindet, ist, dass ihr ein Jahrgang seid. 1950, ich wollte schnell abfragen, ob das Jubiläum schon gefeiert wurde jeweils oder... Welch, wir sind gleicher Jahrgang. 1950. Ja, natürlich. Das bist aber, nein, also ich bin deutlich jünger als du. Zwei Wochen gleich. Weil du bist im November geboren, wenn es richtig weiß, gell? Ja, das sieht man. Und aber ich nicht. Im Dezember. Also stehen die großen Feste ja noch bevor, wenn man das richtig deuten darf. Ja, wir haben es ganz kurz von der Heimat gehabt. Rheingau, Kaiserstuhl. Franz, wie oft bist du denn noch zu Hause am Kaiserstuhl? Weil du würdest ja wahrscheinlich schon als Heimat bezeichnen noch, oder? Ja, Heimat ist immer dort, wo man sich am wohlsten fühlt. Das stimmt. Die kann man sich auch machen. Natürlich bin ich öfters im Kaiserstuhl. Ich habe eine ganz tolle Schwägerin, mit der komme ich sehr gut klar, mit dem Fritz natürlich auch. Aber ja, der ist ja viel jünger und trotzdem älter. Aber meine Schwägerin und meinen ganzen, wie heißen die, Neffen, oder? Meine, ja. Ja, meine Neffen, ja. Der hat drei super Jungs. Der eine macht... Der macht Betriebswirtschaft, der andere kocht und der Jüngste und der andere macht den Wein und das funktioniert alles wunderbar und das gehört zusammen und wir sind auch weit genug auseinander, um keinen Krach zu kriegen miteinander. Braucht ja jeder so sein Revier. Das ist bei meinem Sohn auch so, bei euch ja auch, oder? Ja. Wunderbar. Ja, aber auch jeder ist ein Bereich. Wo du sagst gerade, bevor wir gleich zum nächsten Wein kommen, dein Bruder, der Fritz, ich meine, wir kennen ihn alle heute als der DFB-Präsident und wir wissen, damals wurde dann gesagt, okay, einer Gastronomie, Koch und einer macht Weingut und Winzer. War das schon die richtige Aufteilung damals? Oder ja, wir wurden ja nicht gefragt, es wurde entschieden und dann auch so gemacht und ja, es geht uns allen gut dabei und es hat auch funktioniert, wenn es auch manchmal schwer war. Aber das waren halt andere Zeiten. Dafür gibt es heute Typen, die 28 sind und immer noch nicht wissen, was sie wollen. Ja. Also ja, ich habe meinem Sohn nicht die Vorgabe gegeben, was er machen soll. Und er hat es trotzdem gemacht. Aber ich glaube, wir sollten wieder zum Wein gehen, sonst werden die unruhig. Die Leute werden durstig, um Himmels Willen. Ach, mit Dirk schreibt sich das auch. Übrigens eine Frage, vielleicht sollten wir die schnell mal rausfischen. Ja. Holger Willi fragt, was ist Portritis? Das ist eine interessante Frage. Das ist, Franz hat eben, da bist du auch die. Ja, Franz hat eben Buatritis erwähnt. Das ist sehr leger gesagt. Das Ding heißt eigentlich Buatritis cinerea und ist ein besonderer Pilz, der im Wein vorkommt. Wir sagen immer nur Buatritis und meinen Edelschimmel, aber in Wirklichkeit wäre der lateinische Name noch sehr, sehr viel länger. Die Buatritis steht weltweit für den Befall von einem Pilz, der sehr gut werden kann, der, wenn das Wetter nicht ordentlich ist, nicht so gut werden kann. Aber wenn das Wetter richtig ist, das heißt, wenn der Pilz spät auftritt, die Trauben befällt, in der Nacht vielleicht schön kühl ist, in der Früh gibt es einen Nebel, der Pilz wird genährt, dann gibt es Sonne und Wind, dann perforiert er die Traubenhäute und sorgt für eine Reduktion. Das heißt, der Wein wird immer intensiver und das hat noch lang nicht jeder und es kommt noch lang nicht immer vor. Es ist was ganz Besonderes, ein Buatritis zu haben. Du hast es eben im Zusammenhang gesagt mit Spätlese oder höheren Prädikaten noch. Das heißt also, diese Weine werden am Ende eine sehr hohe Extraktkonzentration haben. Der Zucker wird sehr, sehr hoch sein. Ja. Und die Aromatik ist einfach unbeschreiblich wunderbar schön. Und bei vielen Leuten, die keine Ahnung haben, ist das ein Schimpfwort oder so. Ne? Also ja, aber oder weißt du, eine Reife von Riesling oder ja, so. Ja. Ne? Ja, die hat ja Buatritis oder was weiß ich. Die großen Weine im Sauternes werden ja alle über Buatritis erzeugt. Funktioniert ja gar nicht anders. Gut, aber da spricht keiner davon. Weil bitte? Ja, nee, aber das ist ja auch gar nichts Negatives. Im Grunde natürlich nennen das auch die Edelfäule. Das ist ja was ganz Wertvolles. Ja. Was ein Winzer im Grunde, wenn das ja, wenn natürlich, wie du richtig sagst, es muss eben trocken sein, das ist ganz entscheidend. Buatritis kann auch ganz ins Negative umfallen, wenn es ein feuchter Herbst ist, wenn im Grunde dann so eine Nassfäule entsteht. Aber wenn es trocken ist, wenn durch die poröse Beerenhaut das Wasser verdunsten kann, dann findet halt die Trauben trocknen ja rosinenartig ein.
und hast zum Schluss, also gerade bei einer Trockenbeerenauslese, da sind viele kleine einzelne Rosinen, die du dann, ich sag immer, muss man zählen, wie viele Rosinen du brauchst, bis du so einen Eimer voll hast, ja, aus denen dann ganz wenig Saft herauskriegst. Und deshalb sind so Weine eben noch so wertvoll, letztendlich auch so teuer, weil es ja auch nur in ganz seltenen Jahren wirklich möglich ist. Aber dann ist es was ganz Großes. Ja. Ja. Wo tatsächlich, glaube ich, gar keine, also Botrytis wahrscheinlich noch gar keine Rolle spielt, ist jetzt der nächste Wein, oder? Sauvignon Blanc. Ja, genau, das ist das. Hat damit gar nichts zu tun. Die scharren schon mit den Huren. Ja, ja, ja. Jetzt reden wir nicht mehr über die Botrytis der Weine, die der Franz vor 20 Jahren probiert hat, sondern jetzt reden wir über das, was wir jetzt im Glas haben. Wir haben jetzt 2019 Sauvignon Blanc im Glas. Ganz feine Aromatik, so ein bisschen was Grünes, von so ein bisschen frisch gemähtes Gras von der Richtung her. Sind 500 Liter im großen, 500 Liter im Holzfass ausgebaut und 2000 Liter im Edelstahl ausgebaut. Und dadurch diese Kombination von dem Holz und von dem Stahl kriegt dadurch durch das Holzfass immer noch mal so einen leichten Schmelz hinten raus und wird dadurch ein Wein mit einer schönen Substanz, mit einer schönen Eleganz eben auch und trotzdem auch mit einer schönen Trinkfreude. Kam jetzt zwei, dreimal im Chat die Frage, welcher Wein kommt als nächstes? Es sollte eigentlich in jedem Paket eine Liste drin sein mit der Reihenfolge. Also da, falls ihr mal nicht ganz sicher seid, schaut ihr einfach mal kurz auf den Zettel, da müsste es eigentlich draufstehen. Und vor allem ist jetzt auch, weil wir vorhin über das Thema Heimat gesprochen haben, ja auch der Sauvignon Blanc eigentlich genau das Paradebeispiel für deine zweite Heimat, könnte man schon sagen. Den Wein gibt es, glaube ich, nicht ohne Grund. Das muss ich jetzt mal die Ludwig fragen. Sauvignon Blanc gab es wahrscheinlich noch nicht immer im Weingut. Ist das was der Alex angeschleift hat? Oder gab es das davor schon? Nee, es gab es schon kurz davor. Also wir haben uns da auch schon ein bisschen mit Sauvignon Blanc beschäftigt, mit dem Gedanken. Weil es, glaube ich, schon eine ganz interessante Rebsorte ist, eine ganz interessante Alternative mal im Weißweinbereich zum Riesling mit seiner sehr fruchtigen, sehr rassigen Art. Und sodass wir im Grunde eigentlich vorher schon gepflanzt haben. Aber dann, als er 2006 in Südafrika war, war für mich so die Situation, wo ich schon immer mal nach Südafrika wollte. Und habe gesagt, wenn du es jetzt nicht schaffst in dem Jahr, wo dein Sohn da ist, dann schaffst du es nie. Und war dann da unten. Und habe dort auch den Sauvignon Blanc noch mal so richtig schätzen und lieben gelernt, weil wenn du in Südafrika in so einem Garten in Weingut sitzt und dann habe ich dann die ersten ein, zwei Tage dann mir einen Chardonnay geholt und habe den getrunken, der haut dich dann in der Hitze, die da zum Teil herrscht, beim Mittagstisch schon manchmal ganz schön um. Und da war so ein etwas leichterer Sauvignon, das war für mich so der ideale Begleiter, wenn du so mit dem Vesperkorb draußen im Garten gesessen hast. Da habe ich die lieben gelernt und heute bin ich ganz froh, dass wir sowas haben. Also sowas eben, also kleine Alternative, das ist ja immer nur im Mini-Bereich. Es wird niemals bei uns ein Riesling verdrängen, aber dass wir sowas eben noch anbieten können. Und die Liebe zu Südafrika hat, glaube ich, nie aufgehört, ne? Also nee, absolut nicht. Also ich war ja dann 2006 für ein halbes Jahr in Südafrika beim Weingut Kapzicht in Stellenbosch bei der Familie Steidler. Auch wirklich tolle Freunde, ganz, ganz tolle Menschen. Und habe mich damals tatsächlich ins Land und in die Leute verliebt, weil es einfach unheimlich, unheimlich tolle Menschen sind, alle sehr, sehr, sehr offen, sehr herzlich. Man ist eigentlich bei jedem zu Hause, ist man direkt willkommen. Wir haben viele, viele Freunde kennengelernt in dieser Zeit und wir versuchen auch heute noch dann möglichst, wenn es hier ein bisschen kalt ist, wenn wir der Kälte etwas entfliehen wollen, versuchen wir dann nach Südafrika zu fliegen. Da waren wir jetzt dieses Jahr im Januar auch wieder. Also ich war 2006 das erste Mal und war jetzt dieses Jahr im Januar tatsächlich das 13. Mal. Und haben da ja auch so ein kleines Projekt mit dem Paul Barth hier aus Rüdesheim, der ja inzwischen in Stellenbosch eben auch ein Weingut hat. Und da produzieren wir ja den einen Shiraz zusammen, den wir dann eben bei uns auf dem Weingut auch verkaufen, vom Weingut Kunjani. Und so entstehen da viele Freundschaften. Und es ist einfach, also für mich ist halt so dieses, wenn andere Leute sagen, sie machen Urlaub daheim. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Kumpels sagen, ach du, die nächste Woche, wenn du mal abends Lust hast, dass wir mal ein, zwei Gläser Wein trinken, dann melde dich, ich habe Zeit, ich habe Urlaub. Und dann sagst du so, ja, was machst du denn? Dann sagst du, nix, ich bin daheim. Und das geht bei uns halt gar nicht. Ne? Das ist, wir sind, Urlaub daheim geht nicht. Wir wohnen im Betrieb und das ist keine Chance. Urlaub zu Hause geht nicht. Also wenn wir was machen wollen, müssen wir wirklich weg, wenn wir Ruhe haben wollen. Und da ist das in Südafrika tatsächlich wieder Urlaub daheim. Ne? Also da steige ich aus dem Flieger und gehe aus dem Terminal raus und weiß, wo der Mietwagenschalter ist, drehe den Schlüssel rum, fahr los. Da gucke ich in keine Karte und nichts. Und es hat natürlich auch vor allen Dingen bei dem Sauvignon Blanc auch ein bisschen dazu beigetragen, dass der jetzt heute so ist, wie er da ist. Weil dieses Thema Sauvignon mit ein bisschen Holz,
haben wir da natürlich auch in Südafrika öfter mal probiert. Und da gibt es auch viele, die uns selbst gut gefallen. Gibt es auch einen ganz, ganz tollen Shannon Blanc vom Weingut Staedtler, der wirklich hervorragend ist, der auch der Beste im Land ist. Und da wird auch immer ein bisschen mit Holz gespielt. Und da kam uns die Idee 2018, das eben auch einfach mal zu probieren. Und ja, wir finden, es steht im Wein unheimlich gut. Es ist halt nicht so diese Blümchen-Sauvignons, ne? Ja, aber das gibt ja diese furchtbaren, also die aus dem Glas stinken wie der Teufel. Und Sauvignon Blanc hat halt den Vorteil, dass er, sagen wir mal, etwas einfacher gestrickt und verstanden wird wie Riesling. Und das ist für mich ist das so ein Einstiegswein, aber es gab Sachen, die konnte, die hat schon die Bude gestunken, wenn du nur die Flasche aufgemacht hast. Und das waren diese übertriebenen. Aber der ist wirklich fein und elegant und so. Und sag mir mal, lieber was. Hier. Es ist eher die Rückführung zum Sauvignon Blanc, zum Wirklichen, denn es ist eine Rebe, die aus dem Nordwesten Frankreichs kommt, in Bordeaux die großen weißen Weine macht, aber wirklich immer nur Erfüllungsgehilfe war. Genau. Und dann gab es diese Zeit, in der Sauvignon Blanc in einer Art und Weise auf die Spitze getrieben worden ist, mit Aromen, die so nie vorhanden waren. Und das ist jetzt wieder wirklich so eine elegante Art. Wenn du in Frankreich ein Sauvignon Blanc in der klassischen Gegend findest, dann ist es in Sancerre oder in Puy-Fumé, genau, oder in Bordeaux. Und da spielt die Rebe ja im Grunde genommen eine untergeordnete Rolle. Da soll sie Sancerre zeigen oder Puy-Fumé oder Bordeaux. Ja. Und eine Zeit lang, auch in anderen Ländern, ist es so extrem geworden, dass die Aromatik auch nichts mehr damit zu tun hatte. Und hier hat es wirklich eine große Eleganz und eine Fruchtigkeit und eine Saftigkeit. Das ist sehr fein. Aber wir kriegen noch Riesling. Ja, ja. Kommt noch auf jeden Fall. Und vor allem ein bisschen schneller natürlich, ja, nach dem Sauvignon. Ja, wir werden jetzt im Tempo ein bisschen ansehen, die Leute. Wir trinken so langsam. Du entscheidest, wann wir die nächste einschenken. Schneller, ich glaub, weil das sie ist, weniger zu babbeln haben. Das ist die Lösung. Wir reden schneller. Wenn man jetzt 40 Minuten ein Wein, wie lange geht der Stream? Also wir müssen schneller. Also ich glaube, dann lass uns doch gleich tatsächlich den nächsten Wein mal einschenken. Damit wir haben doch zwei Gläser, oder? Ja. Wir haben zwei Gläser. Beantworte gerade mal die Frage, wie heißt das Weingut in Südafrika? Genau. Das kann ich auch, aber du bist... Das Weingut, ja, genau. Es gibt zwei Weingüter in Südafrika. Also das eine Weingut ist das, auf dem ich gearbeitet habe. Das ist das Weingut Kapzicht in Stellenbosch. Und das andere Weingut, mit dem wir das Projekt zusammen machen, ist das Weingut Kunjani. Schreibt sich K-U-N-J-A-N-I. Findet man auch alles, wenn man es bei Google eingibt, direkt ist das der erste Treffer. Kunjani Wines oder Kapzicht Wines. Und den Wein kann man bei euch tatsächlich... Den Wein kann man bei uns kaufen. Kann man auch euren in Südafrika kaufen? Haben wir tatsächlich mal 300 Flaschen runtergeschickt, aber das ist eher schwierig. Ja, weil das halt vom Transport her einfach unheimlich teuer ist. Ja. Also, dass es runterzu ist, ist das sogar tatsächlich teurer als hochzu. Also, ich weiß nicht, hast du Rieslinge aus Südafrika probiert? Ich habe auch schon Rieslinge aus Südafrika probieren müssen. Ja, ich wollte gerade sagen, also würde sich der Rheingau-Riesling bestimmt gar nicht so schlecht verkaufen. Ne? Ja, das ist aber wobei die Südafrikaner unheimlich patriotisch trinken, das ist ja tatsächlich so. Und Südafrika ist ja so, dass sich da keiner Wein auf Vorrat kauft, sondern es gibt eine Statistik, ich habe sie nie überprüft, sie kommt mir auch wirklich sehr, sehr extrem vor, die sagt, dass in Südafrika 85% der Weine am selben Tag getrunken werden, wie sie gekauft werden. Und das ist etwas, also was ich auch da schon oft erlebt habe. Da sieht man im Supermarkt, in jedem Einkaufswagen ist da eine Flasche Wein mit drin. Also die haben auch in allen Supermärkten hervorragend sortierte Weinregale. Also da kriegt man die ganzen großen Namen, kriegt man alle tatsächlich auch im Supermarkt. Und die Leute gehen einkaufen zum Essen. Und die sagen sich, heute gibt es das und das zu essen. Dann nehme ich die Flasche Wein mit und die wird abends aufgemacht, wird getrunken. Ja, die armen Leute haben ja auch keinen Keller. Ja. Die haben keinen Keller, der ist ja so warm. Aber tatsächlich können wir jetzt den nächsten Wein, glaube ich, wirklich schon ins zweite Glas einschenken, damit wir unsere Zuschauer wieder aufholen. Ja. Franz, wir haben vorhin kurz gestoppt mit dem Kaiserstuhl und dem Schwarzen Adler und so weiter. Und wir wissen ja, irgendwann hast du diesem ganzen Sterne-Zirkus, wie es manche sagen, den Rücken gewandt, hast du einfach gemeint, lass mich in Ruhe, ich will einfach nur kochen. Aber eigentlich muss man ja sagen, dass deine Mutter schon eine Vorreiterin war. Ich habe mal geschaut, Sterne-Köchinnen in Deutschland gibt es, glaube ich, 3%. Ich weiß nicht, 2018 gab es, glaube ich, 9 Sterne-Köchinnen in ganz Deutschland. Und da muss man einfach sagen, war eure Mutter ja die allererste. Ja,
aber das haben wir auch erst vor 4, 5 Jahren gemerkt, weil das hat keine Rolle gespielt. Mein Vater, der alte Herr, stand halt immer vorne dran. Vorher hat meine Großmutter, meine Mutter gekocht. Dann haben wir wirklich schon einen Stern bekommen für ein kleines Menü, was wir damals gemacht haben. Und ja, wir haben halt gekocht und vorne war der Service und mein Vater und alles. Da hat nie einer drüber nachgedacht. Das haben wir erst später gemerkt. Und dass es halt so wenige Köchinnen gibt. Ich habe immer Köchinnen eingestellt. In Frankreich habe ich auch nie eine gesehen. Das ist einfach schlicht und einfach aus zwei Gründen. Erstens hat man diesen harten Job, wie er früher war, einfach Frauen gar nicht zugetraut, obwohl Frauen ja meistens härter im Nehmen sind wie Männer, aber davon spricht keiner. Aber in der Küche, in keinem Laden in Frankreich, in dem ich war, gab es Frauen in der Küche. Höchstens im Service. Und das war schon eine Besonderheit. Und in der Küche hat man damals, also der Bocuse hat ja auch mal ein paar Mal gesagt, es gibt keine Frauen, braucht keine Frauen in der Küche, die besten Köche sind Männer. Das war so ein bisschen showy, obwohl er auch bei der Mère Brassier mal gearbeitet hat und so. Und da gab es schon ein paar Frauen, die gut gekocht haben. Das waren aber damals die absoluten Ausnahmen und heute immer noch. Es gibt immer noch zwei Gründe. Es ist ein sehr, sehr harter Job, vielleicht heute nicht mehr so hart wie früher. Und das zweite Argument war, hoffentlich prügelt mich jetzt keiner, warum soll ich eine Frau ausbilden als Koch, wenn die mit 22, 23 heiratet, ist die Karriere eh vorbei. Dann kocht sie daheim. Das waren zwei Gründe, warum immer so wenige Frauen in den Küchen waren. Aber gut, kann sich ja ändern. Hat sich ja auch schon geändert. Das hat sich auch geändert, glaube ich auch. Ja. Also worüber wir heute Abend auch unbedingt sprechen müssen, ist im Februar, glaube ich, war es, hat jeder Wasser? Wir brauchen kein Wasser, wir brauchen Wein. Wir müssen jetzt erklären, was wir im Glas haben. Die stänkern dann schon. Dann ziehen wir das doch vor. Alex, erzähl uns was zum nächsten. Der Franz ist redselig, aber das haben wir nicht anders erwartet. Jetzt haben wir im Glas 2018 Erbacher Riesling Trocken. Unser Ortswein von unseren Ortslagen. Ganz stark geprägt von den Böden, die wir da haben. Wir haben ja vorwiegend das Lehmböden, bisschen tertiären Mergel im Untergrund. Und diese Weine leben immer von dieser rassigen Riesling. Säure von dieser feinen Mineralität. Wir haben diese klassischen Riesling-Aromen auch in der Aromatik, so ein bisschen Pfirsich, ein bisschen Aprikose. So eine angenehme Reife, wobei Reife in meinen Augen kein negativer Begriff ist, sondern es spricht eigentlich dafür, dass ein Wein eine gute Entwicklung hat. Und einfach was ja, auf dem Tisch unheimlich viel Spaß, unheimlich viel Freude macht. Du sagtest gerade, ihr hattet gestern auch, glaube ich, einen Ortswein von uns, der ein paar Jahre älter war und er hat auch noch gestanden wie ein Liebling. Was im Liegen. Ja. Nee, den habe ich mal von euch geholt, von dir, und habe gesagt, bring mir mal ein paar Weine mit nach Venedig. Aber weil der Karton so groß ist, habe ich die einzeln mitgenommen. Ja. Und der stand immer noch in meinem Kühlschrank. Den habe ich dann schon mal kalt gestellt. Man muss ja immer ein bisschen Vorrat haben. Und den habe ich dann gestern einfach mal probiert und er war super. Ja. Auf die Reife würde ich gerne mal zu sprechen kommen, weil der Wein ist extrem jung, extrem spannungsvoll, 18er. Hat sehr viel Druck. Und das ist genau dieser Moment, in dem man eigentlich sagt, das Potenzial des Weines ist so groß, dass es schön ist, ihn jetzt zu trinken, weil er frisch ist. Aber wäre wunderbar, ihm ein bisschen Zeit zu geben. Aber Reife wird tatsächlich immer falsch interpretiert. Bei Reife geht es leicht in die falsche Richtung. Ein Wein aber tatsächlich, der so eine Strahlkraft hat und so eine Aussage hat, der braucht eine wunderbare Reife im Weinberg. Und das ist ja wirklich eine Entwicklung, die wir haben. Alle sprechen natürlich von der Veränderung des Klimas. Aber wenn wir im Weinbau, müssen wir ein bisschen, glaube ich, zugestehen, dass speziell beim Riesling die Verschiebung des Wetters in den Herbst hinein, das schönere Wetter in den Herbst hinein, uns doch sehr zugutekommt. Und das sieht man an so einem Wein. Ein Wein in dieser Art hätten wir vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren nicht im Glas gehabt. Da gab es andere. Nicht in der Kategorie, vielleicht in der Top-Kategorie. Ja, ne? Aber genau, wir reden jetzt tatsächlich vom Mittelsegment. Ne? Das meine ich, wenn wir Ortsweine, Kabinett, das sieht jetzt schon anders aus. Aber das Wort Reife, ich kenne es aus dem täglichen Umgang. Beim Wort Reife sagen alle Leute, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie schrecklich. Aber Reife bedeutet ja nichts anderes wie,
tatsächlich reif geworden zu sein. Und wenn ein Wein physiologisch reif ist, dann ist er einfach ein erwachsener Mensch. Und wenn das nicht ist, dann ist er ein armer 12-jähriger Bub, der 1,95 groß ist und Schuhgröße 47 hat. Und alle Leute, ich weiß, wo er hingehört. Und alle Leute denken, der ist erwachsen, aber nein. Ich habe Schuhgröße 47. Das ist 20 Jahre alt im übertragenen Sinn. Ja. Nee, und es ist 18. So wollte ich auch den Begriff Reife verstanden wissen. Genau, weil viele verstehen, und der Wein hat eine gewisse Reife. Mhm. Damit meinte ich ja dieses Erwachsensein. Ne? Mhm. Und nicht viele denken ja dann, er sei zu reif oder überreif. Ja. Das ist aber nicht der Fall. Oft damit Firne. Ja, genau. Ja. Genau. Es hat dabei wird man erst vernünftig ab 60, oder? Ah ja. Ja. Ist das so? Vielleicht ab 60. Dann warte ich noch drauf. Einer schreibt, Matthias fragt nämlich, können wir etwas über die Schraubverschlüsse erfahren? Ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, oder? Ihr Schraub, also ich glaube, im Paket sind 5 Schrauber, ein Kork. Genau, richtig. Ja, wir hatten ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass bei uns im Weingut tatsächlich fast alles geschraubt wird. Also im Weißweinbereich wird alles geschraubt, bis hin zur Trockenbeerenauslese. Wir sind der Meinung, dass das der beste Verschluss für den Wein ist. Deswegen wird er auch mit dem Schraubverschluss zugemacht. Es gibt immer so ein bisschen das Argument, ja, es ist so praktisch, man kann das toll zumachen. Das ist vielleicht noch ein schöner Bonus, aber wir machen die Flasche eh nicht wieder zu. Wir trinken sie aus. Von daher ist das egal. Es geht tatsächlich um die Qualität im Glas. Und so kommt halt der Wein auch beim Kunden oder beim Gast im Glas so an, wie wir uns das eben auch vorstellen. Und es gibt beim Kork halt tatsächlich, die Ausfallquote ist einfach zu hoch gewesen. Inzwischen ist es wieder ein bisschen besser geworden, weil einfach ganz viel nur noch geschraubt wird. Deswegen, weil Konkurrenz kam. Ja, ja, absolut. Weil Konkurrenz kam. Die Korkindustrie hat halt einfach 30, 40 Jahre auf ihrem hohen Ross gehockt und hat da nichts gemacht. Und die Qualität wurde immer schlechter, weshalb wir dann wirklich auch das meiste umgestellt haben. Wir haben irgendwann angefangen mit der Basis, haben es quasi immer weiter hochgezogen. Und das Witzige ist, wir sind in Deutschland die Fortschrittlichsten, wenn um sowas geht. In Frankreich nehmen die immer noch einen zusammengeklebten Schrottkorken oder Plastikkorken und alles. Weil die, und in Italien übrigens auch. Ne? Also die sind einfach, die denken immer dieses Aufmachen und Plopp. Auf den billigsten Weinen haben die eher einen Plastikkorken. Wie das, und das ist wirklich ein toller Verschluss. Und das hat nichts mit billig zu tun. Dieses Billig-Image ist völlig für einen Eimer. Es ist einfach besser, praktischer und geht schneller. Am Ende ist der Selvin doch sicher gar nicht so viel billiger. Nee, gar nicht, wenn du einen richtigen Selvin hast. Der kostet ja auch ziemlich Geld. Naja, also jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Das liegt schon im preislich, haben wir da schon eine Differenz von 20 Cent, die wir auf jeden Fall haben, ne, pro Flasche. Aber gemessen an einem sehr hochwertigen Kork. Ja. Gemessen am sehr hochwertigen Kork sind es auch 30 Cent. Das auf jeden Fall. Ne, muss man schon. Also es geht nicht um den Preis. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas günstiger produzieren möchten. Es geht darum, dass die Qualität im Glas am bestmöglichen sein soll. So erhalten ist, wie du sie machst. Genau, und das ist das Wichtige. Es kommt gar nicht auf 20 oder 30 Cent pro Flasche an. Das ist das Thema. Und vor allem muss man auch immer sagen, wenn es heißt Kork und Tradition und so weiter und so fort. Also Entschuldigung, wenn wir vor 300 Jahren diese Technik gehabt hätten, der wäre doch kein Mensch auf die Idee gekommen, so ein Stück Baumrinde in die Flasche reinzudrücken. Da hätte doch jeder gesagt, ich glaube, es geht los. Ja. Und ihr schraubt ja tatsächlich auch die großen Gewächse ins Wir schrauben auch die großen Gewächse, ja. Komplett, ja. Das ist jetzt auch noch 2015, Alexander Johannes, was wir hier jetzt haben, der ist noch gekorkt. Die eine Hälfte dieser Füllung ist gekorkt, die andere Hälfte ist schon geschraubt. Wo du ihn gerade in der Hand hast, wollen wir nicht schon mal einschenken? Den roten? Stimmt eigentlich, können wir machen. Wir können das machen, da wir zwei Gläser haben. Wenn die Gäste zu Hause auch sich noch ein zweites Glas nehmen und ihn dort schon mal einschenken und ein bisschen Luft kriegen lassen, ist es mit Sicherheit kein Fehler. Ich glaub, oder vielleicht eine Karaffe. Du darfst gerne schon mal die Runde drehen, Alex. Wir müssen unbedingt heute Abend über eine Sache sprechen, die im Februar ausgestrahlt wurde, nämlich Kitchen Impossible mit dem Tim Melzer. Ich stelle jetzt einfach mal die Frage und bin gespannt auf den Chat, wer es denn vielleicht alles gesehen hat. Und ich muss jetzt einfach mal fragen, vielleicht als allererstes, Alex, magst du nebenbei erzählen? Ja. Bitte? Du darfst ruhig einschenken. Was soll vielleicht ich nebenbei erzählen? Man hört mich ja. Wie hast du es denn verfolgt? Kitchen Impossible mit dem Franz? Ich habe es vor allen Dingen verfolgt mit einer guten Flasche Wein.
Ich auch. Ich habe sogar gemacht mit Wein. Und habe vor allen Dingen, glaube ich, noch nie bei einer Kitchen Impossible-Folge so viel gelacht wie bei der mit Franz, weil es einfach sensationell war. Ich meine, wer das gesehen hat, wie du Franz in Frankreich warst und Bœuf Bourguignon gekocht hast und dabei dann mal schnell noch zur Weinprobe gegangen bist, das hatte schon was. Aber wenn ich das auch noch mal sagen darf, ich habe das dir, glaube ich, auch schon mal geschrieben, ich fand deine Leistung, was das Kochen angeht, bei dem Drei-Steine-Fuzzi ja noch viel besser. Unfassbar. Weil also da innerhalb von 24 Stunden ein Gericht nachzubauen, das der wahrscheinlich über 3 Jahre entwickelt hat. Und dann haben die da, in den Korinthen gesucht. Und das war ja wirklich furchtbar, also, wie dann daran rumgemeckert wurde. Das hat mich richtig geärgert. Es waren halt Spanier. Aber es war ja auch wirklich schwierig und witzig, weil wir wissen ja, die Spanier sind sehr stolz und ich kann kein Spanisch. Dann habe ich mich vorgestellt auf Französisch, habe mich entschuldigt, dass ich kein Spanisch konnte, haben die mich blind angeguckt und irgendwann, so nach den ersten 2 Stunden, haben sie dann plötzlich Französisch gesprochen. Aber der Witz war eigentlich, dass ich ein Gericht machen musste mit einer Mandelmilch und diese Mandelmilch musst du mindestens 24 Stunden ansetzen. Und da bin ich drauf gekommen, um 2 wurde mir das Gericht vorgestellt und um 5 habe ich die ganzen Jungs noch mal aus den Federn geholt und habe gesagt, wir müssen einkaufen und dann habe ich Mandeln gekauft. Und dann habe ich gesagt, wie Mandelmilch machen, okay, kleinschreddern und in Wasser einlegen und einlegen. Und das hätte ich am Morgen gar nicht mehr machen können. Klar. Dann war ich in meinem Hotelzimmer und habe die gefragt, kann ich eine Schüssel haben? Schüssel auf Spanisch, keine Ahnung, wie es heißt. Dann haben die mir so einen von diesen tollen modischen Tellern, die so breit sind, aber so ein kleines Loch in der Mitte haben. Das war dann die Schüssel, habe ich den wieder zurückgegeben. Und dann habe ich den Mülleimer aus dem Zimmer genommen, einen kleinen Mülleimer, habe den schön geputzt und gewaschen. Und dann habe ich da die Mandelmilch angesetzt. Und dann bin ich wirklich mit meinem Mülleimer, das haben die leider rausgeschnitten, weil sie ein bisschen Schiss hatten, vor dem 3-Sterne-Laden, dann bin ich mit meinem Mülleimerchen, mit meiner Mandelmilch da einmarschiert und habe den dann sauber gemacht, in eine schöne Edelstahltür. Und habe einem der Assistenten gesagt, bring den Mülleimer zurück, sonst gibt es Ärger, sonst müssen wir den Mülleimer noch bezahlen im Hotel. Und dann hatte ich die Basis dazu. Aber ich habe halt alles irgendwie rausgeschmeckt, versucht. Natürlich habe ich auch ein bisschen im Internet geguckt, ne, was da so läuft. Aber ich wusste wirklich nicht, welches Lokal das war. Und es war ein sehr, sehr einfaches und minimalistisches Gericht von den Zutaten. Also ich kann ja vielleicht mal kurz beschreiben, wie ich das Gericht in Erinnerung habe. Nämlich wie gebackenes Papier mit Milchschaum und irgendeine Nuss, die ich nicht aussprechen kann, die du aber alle erkannt hast, als du da am Strand saßt. Ja, Mandeln waren es halt. Es waren Mandels und es waren diese Carabinieri, diese komischen Dinger. Und dann hat er einfach das Klassische gebrochen, weil wir sind alle Säugetiere. Und ein Säugetier für ein anständiges Gericht muss immer etwas haben, das cremig ist, Muttermilch. Mhm. Und dann haben wir ja Zähne und dann muss es noch knackig sein. Also ich mache jetzt mal ein bisschen Reklame für ein scheiß Produkt, das heißt Rocher. Da hast du das beides drin. Innen ist es cremig, außen ist es krachend. Und wenn du als Koch ein solches Gericht kreierst, dann hast du schon mal gewonnen. Aber der Spanier hat das Krachige vergessen. Der hat zwar so eine viertelgespaltene Mandel draufgelegt, aber diese komische essbare Plastikfolie, die da drauf war, an der ich auch gescheitert bin, weil da musst du wirklich das Rezept haben. Ich habe es ja sofort essbare Plastikfolie genannt und das hat mir auch gleich ein Übersetzer dann so laut in Spanisch übersetzt, dass der Alte gleich beleidigt war. Aber das war auch so. Hat den ersten Punkt gekostet, glaube ich. Ja, mindestens. Aber es war egal. Und diese Kombination. Aber jetzt, wir sind beim Wein. Wir reden zu wenig vom Wein. Los. Also wir sind doch virtuell. Wir fangen schon wieder an zu meckern. Es kommt jetzt gerade so ein bisschen durcheinander auf. Wir haben den Rotwein jetzt einfach nur schon mal eingeschenkt. Weil es gerade heißt, sollte da nicht vorher noch der Steinmorgen-Riesling kommen? Ja, vorher kommt noch der Steinmorgen-Riesling. Wir haben nur eingeschenkt, weil wir die komfortable Situation haben, dass wir jeder 2 Gläser haben. Wer das bei euch zu Hause auch hat, kann gerne den Rotwein auch schon einschenken. Ansonsten bleibt ihr jetzt erst noch beim Riesling. Genau, bei Wein Nummer 3. Genau. Mhm. Aber es kam tatsächlich vielleicht auch, um darauf kurz einzugehen, ein bisschen Verwirrung auf, weil die Leute unterschiedliche Fleisch- bzw. Wurst-Sachen in ihren Paketen hatten. Ja, weil wir einfach nicht genug hatten. Ich habe keinen Massenbetrieb, ich kann nicht alle immer befriedigen. Also die haben mehr Wein, wie ich Fleisch habe. Und dann habe ich keine Leberwurst mehr gehabt, dann haben wir einfach Presskopf eingepackt. Und wenn der Presskopf nicht gereicht hat, dann hätte es einfach Rückenspeck gegeben. Das ist doch egal. Die haben eine gute Qualität. Und im Übrigen, die Presskopf bekommen haben,
Das ist noch etwas wertvoller wie die Leberwurst. Aber das haben ja manche nicht begriffen. Aber hier haben wir schon gehört, dass der Presskopf auch gut war. Ich glaube, manche waren mit ihrer waren mit ihrem Überraschungspaket auch total glücklich. Also ich glaube, wir müssen uns da wenig Gedanken machen. Nächstes Mal machen wir das Essen größer und die Weinkollektion auch. Und von jedem 2 Flaschen und ein bisschen mehr zum Essen. Ja. Kann man die Leute einladen. Ja, genau. Wir eine gute Runde sein, damit was los ist, wie bei uns. Wo wir gerade drüber sprechen, ich muss jetzt noch eine Sache ansprechen, weil ich glaube, das ist vielen Zuschauern auch aufgefallen, die auch Kitchen Impossible vielleicht ein bisschen mehr verfolgen. Der Tim Melzer als Person hat ja schon auch einen Wortschatz, der gewaschen ist und hat auch unter anderem gesagt, Franz, in deiner Folge, ein alter Hund wird mich nicht an... ich sag jetzt mal, pinkeln können. Und was ich auch ganz nett fand, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich glaube, dass Tim Melzer in der Folge auch mal ein bisschen Parole geboten bekommen hat. Ob das jetzt über einen Mittelfinger von deiner Seite war oder auch verbal. Ist es so, wenn du... Also, ja, bitte mach das mal, dann geht's schneller. Ist es so, dass es bei uns tatsächlich so ankommt, wie er ist? Oder? Nein, ich habe Franz begleitet und was mir unvorstellbar gut gefallen hat, ist, natürlich haut er aufs Blech, natürlich muss er so ein bisschen nach vorne gehen, aber in erster Linie ist er ein unglaublich empathischer, wahnsinnig liebevoller Mensch, der, weil Franz hat auch ein Schlückchen Wein getrunken, der zu mir gesagt hat, mach dir keine Sorgen, weil ich war schon in Sorge ein bisschen. nachdem ich live dabei war und am Ende gesehen habe, wie die Sendung dargestellt war, Tim Melzer ist ein sehr, sehr liebenswürdiger Mensch. Und der kann auch wirklich kochen. Er kann kochen und er kann sich auch wahnsinnig engagieren, weil ich meine, er war in dieser Folge ja auch dabei und er ist im Schwarzen Adler verzweifelt, weil er ganz einfach und da hat er dann den Hut gezogen vor Franz in einer unvorstellbar liebenswürdigen Art, dass er gesagt hat, du, ich bin da viel mehr an meine Grenzen geraten, als du es geraten bist und er möchte nichts anderes als nicht nur Franz, sondern seine Zuschauer, seine Probanden gut aussehen lassen, aber natürlich braucht er manchmal diese wilden Sprüche, diese wilde Sprache und ja, das sollte man nicht zu schwer. Jedenfalls waren wir bei der Endproduktion im Studio, ich glaube so 6 Flaschen waren es, oder? Eine Magnum. Also und am Schluss, bei der Schlussszene, wo wir uns um den Arm gefallen haben, die mussten wir zweimal drehen, weil wir wären beinahe umgefallen. Habt ihr euch verfehlt? Ja, klar. Wollen wir den wunderbaren Wein jetzt noch mal kurz anschauen? Genau, Retour, back to the room. Bitte. Ja, also es gibt dieses Wort der grünen Reflexe. Und grüne Reflexe bedeuten ja immer Jugendlichkeit, Spannkraft, jugendlicher Ausdruck. Weine können jugendlich sein oder jung sein. Und dieser Wein ist jung und jugendlich. Und er macht so den Eindruck, als würde er das sehr, sehr lange transportieren können. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass man noch in 3 bis 5 Jahren immer noch diese jugendliche Spannkraft hat, auch wenn er dann im Glas die Reife hat, über die wir eben gesprochen haben, die er aus dem Weinberg gebracht hat. Die Saftigkeit ist unvorstellbar gut und ich hoffe, wir können jetzt gleich noch ein bisschen von der Wurst dazu essen, weil also wir haben hier Presskopf, wir haben eigentlich von allem ein bisschen was, aber auch von dem Käse. Und die Kombi Käse und Wein ist nämlich nicht so einfach, wie man immer sagt. Also von wegen hier Rotwein und Camembert, das passt eigentlich gar nicht. Riesling. Aber dieser Käse, Zisterzienser heißt er, richtig? Ja. Ich glaube, ihr seid ja die Käsefreaks auch. Ihr seid die Käsefreaks. Ihr habt einen eigenen Käsekeller. Also unbedingt was zu dem Käse erzählen. Also wir haben einen Keller, in dem Käse reift. Muss man zugeben, also wir beide können, glaube ich, nicht behaupten, dass wir Käse affinieren können, sondern ein guter Freund von mir oder von uns, der Rainer Wex, der macht das. Das ist ein Affineur in der 4. Generation, also ein Mann mit ganz großer Erfahrung, der vor vielen Jahren also schon bei sich zu Hause immer so ein bisschen Käse affiniert hat und dann ein Freund von mir gefragt hat, er hat gesagt, also ich würde unheimlich gern mal in so einem Rheingauer Weinkeller versuchen, Käse zu affinieren, mal schauen, wie das Ergebnis da ist. Und dann hat der Freund von mir gesagt, ja, gar kein Problem, da fahren wir jetzt mal in Rheingau, eine halbe Stunde sind wir beim Ludwig und dann gucken wir mal, ob wir da was machen können. Und so fing das an. Und dann haben wir ja diesen
tollen alten Keller, der so rund 300 Jahre alt ist, 8 Meter unter der Erde, 11 Grad Temperatur, konstant über das ganze Jahr mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. Und da hat er so 1,5 Jahre lang experimentiert mit verschiedenen Käse und dabei festgestellt, dass der ideal ist, dieser Keller, um dort Käse reiben zu lassen. Ein Keller, in dem gleichzeitig auch Weinlager, das haben wir nicht über die Hochschule in Geisenheim mal abgeklärt, ob das nicht auch ein Problem für einen Wein werden könnte. Die haben dann gesagt, nee, überhaupt kein Problem, könnt ihr ruhig machen. Und aus diesem Keller kommen heute ganz wunderbare Käse, die fast alle in irgendeiner Form mit Wein affiniert werden. Das tollste Produkt ist für mich ein Bergkäse, der erst mal ein Jahr lang als Bergkäse im Keller reift und der dann in unsere Spätburgunder Dresdner eingelegt wird. Also wir dürfen natürlich nur Dresdner, also die Schalen von Rotwein sein, weil der ja vergoren ist, weil da kein Zucker mehr drin ist. Wäre es Schalen von Weißwein, da ist ja immer noch ein Rest Zucker drin, die fangen sofort an zu gären. Könnte man vergessen, hat er zwar einmal probiert, weil er es nicht glauben wollte. Das ist total schief gegangen, aber mit den Rotweindresser geht es halt wunderbar. Da ist halt ein kleiner Rest Alkohol noch drin, aber eben kein Zucker, deshalb gären sie nicht mehr. Und da den über einige Wochen den Bergkäse eingelegt in diese Spätburgunder Dresdner ist für mich unter absolut besten hygienischen Voraussetzungen, verstehst du, nämlich nicht hier richtig aus dem Leben. Ja. Und wer das isst, der ist auch gesund. Und wer das nicht mehr verträgt, muss schnell zum Doktor, weil der ist eh schon krank. Ja, und das ist für mich ein traumhaft gutes, also der Käse, den ich, also den mir am liebsten, das ist nicht zwingend der Frühstückskäse, weil er ist schon sehr kräftig, sehr herzhaft, aber es ist eine wunderbare Geschichte. Da gibt es eine ganze Reihe von Variationen, also wer sich dafür mal interessiert, muss man da auch mal sagen, einfach mal googeln unter der Rheingau-Affineur, da sieht man das gesamte Programm und zwischenzeitlich macht das die Tochter von dem Rainer Wex. Natürlich, der Rainer ist genauso Seniorberater dort bei diesem Käseladen. Und das ist ganz interessant, sich mal anzugucken, was da alles gibt, was sie da alles machen. Vielleicht darf man ganz kurz sagen, Affiné heißt verfeinern. Ich wollte gerade sagen. Verfeinern und das ist im besten Sinne gelungen. Der, also in der Reife oder in welcher Form auch immer. Ich meine, es geht ja auch um die Waschungen. Aber hier hat man wirklich einen sehr mürben, im besten Sinne mürben, affinierten, gereiften Käse, der so eine süße Komponente hat. Und der passt in einem wahnsinnig guten Spannungsbogen jetzt zu diesem sehr vollgeladenen Riesling. Das ist ein wunderbares Bild. Ja. Gehen wir weiter. Der eine schreibt, der rote ist dekantiert, der andere, der rote ist leider schon leer. Zu wenig bestellt. Zu wenig bestellt, eindeutig. Aber einer fragt auch, ob man die Rinde weg mitessen kann. Und also ich weiß nicht, ich bin immer jemand Rinde immer, oder? Ja, Käse, wo man immer. Die mitessen kann. Aussage vom Rainer Wex und von seiner Tochter Anke ist, dass man bei allen handwerklich gut gemachten Käsen die Rinde mitessen kann. Wenn es kein Wachs ist. Sind es Rohmilchkäse? Ja. Sind das Rohmilchkäse? Nein. Nee. Also es machen auch einige wenige Rohmilchkäse, aber die meisten sind keine Rohmilchkäse. Aber das ist auch so, die kaufen im Grunde von kleinen Käsereien im Grunde so den Rohkäse und der wird dann, reift dann praktisch hier im Keller und wird affiniert auf die verschiedenste Art und Weise. Aber irgendwo immer mit Wein oder mit dem Weinprodukt. Und wobei zwischenzeitlich gibt es auch einen Apfelweinkäse und sonst was noch. Also das Programm ist relativ groß geworden und ist wohl sehr erfolgreich, wird also auch deutschlandweit an die Gastronomie verschickt. Und also gibt ganz wenige Läden, wo man auch direkt im Laden kaufen kann, aber das meiste wird eben so an die Gastronomie geliefert. Wir können tatsächlich auch gerne... Hier, Wiederholung. Wir würden sehr gerne was von euch, Alex und Ludwig, was von euch zu euren jeweiligen Weinen hören. Also sollen wir den nächsten Arbeit. Ich weiß, von wem es kommt. Ich weiß, Vergleich. Von wem es kommt. Der ist am selben Tag geboren wie du. Ja, genau. Das ist ein gleiches Jahr. Ja, Schulfreund von mir. Am selben Tag. Der exakt, also wir sind wirklich genau am gleichen Tag geboren und natürlich auch im gleichen Jahr. Und wir haben auch nur 200 Meter auseinander gewohnt, waren auch gute Schulfreunde. Und der Rainer ist ganz offensichtlich hier mit dabei. Eigentlich kennt er ja unsere Weine, also, aber wir sagen ihm gerne mal was dazu. Wenn wir uns nächstes Mal treffen, erzähle ich dir noch mehr dazu. Vom Käse über die Wurst, ich habe jetzt noch gar nicht viel probiert. Ich muss mal den Presskopf, aber ich habe gesehen, dass auf jeden Fall der Presskopf wird vielfach sehr gelobt, habe ich gerade gelesen. Genau. Es kam auch schon die Frage, was ist das für ein Presskopf?
So, Franz. Franz. Presskopf, das sind regional, gibt es natürlich wie für Pilze immer spezielle Namen. Presssack, Presskopf, das ist eigentlich eine Wurst, eine Kochsalami, wenn man will. Also eine Rezeptur wie bei einer Salami, die aber gekocht wird in der Blase vom Schwein ursprünglich. Und dann auch noch nach dem Kochen noch angeräuchert wird. Das heißt, er ist auch gar, deshalb konnten wir ihn ja auch in den Weinkarton reinstecken, vakuumiert und wegschicken. Der muss noch nicht mal mehr gekühlt sein. Aber er besteht hauptsächlich aus Schweinefleisch und in unserem Fall auch aus Kopffleisch vom Schwein. Die Schwarte ist da sehr wichtig, die wird gekocht, die Schweinebäckchen, weil die Schwarte bindet. Und früher hatte man diese ganzen Chemie-Cocktails nicht, die heute sehr, sehr oft verwendet werden. Man hatte einfach die Grundbasis, Grundprodukte. Und wenn man Schwein gemacht hat, dann hat es Blutwurst gegeben, dann hat es Presskopf gegeben, dann hat es Haxen gegeben. Manche Dinge hat man so gegessen, manche hat man geselcht, gesalzen, geräuchert, also konserviert nach alten Methoden. Und der Presssack war einfach so ein Ding, den hat man genauso wie ein Speck gemacht. Gekocht, geräuchert und in den Schrank gehängt und vergessen. Und das war halt dann für den Winter hinterher. Das sind alles Rezepturen. Frag nicht nach dem Rezept, weil wenn du den Badischen fragst, ist das was ganz anderes wie hier im Hessischen. Und ich habe mich da halt so ein bisschen durchgewurstelt und habe das gemacht, was ich am liebsten mache. Und im Grunde genommen ist es fast das gleiche Rezept wie meine Lyoner Wurst, Saucisson de Lyon, die ich auch mache. Das Wichtigste ist wirklich, und das werden viele nicht gern hören, ist wirklich die Schwarte vom Kopf, die sauber rasiert werden muss, was ja heute leider ganz oft weggeschmissen wird, weil es zu viel Arbeit macht und so. Man will ja nur Kotelett und Filet, völlig bescheuert. Und der Kopf wird fein rasiert, der wird gekocht bis auf einen bestimmten Punkt, das darf nicht zu weich sein, in der Wurstsuppe. Und dann wird er ganz fein geschnitten, gehäckselt, und das ist die Bindung in der Wurst. Das ist, wenn man so will, die Gelatine, die die Wurst zusammenhält. Und da muss noch Fett dazu. Und Wurst ohne Fett geht gar nicht. Das ist einfach, das ist, ne? Wer keine Wurst will, wer kein Fett will, soll halt Pute essen oder weiß der Teufel was. Oder Kaninchen ist eine gute Alternative, da braucht man kein Fett zu. Aber Schwein und Fleisch und Wurst hat immer etwas mit Fett zu tun. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil wieder für diese Cremigkeit, die wir halt brauchen als Säugetiere. Direkt eine Frage dazu, wenn ich sie gerade stellen darf. Freunde aus deiner Heimatregion, die uns jetzt auch zuschauen, wie ich vorhin gerade schon gesehen habe, haben mich dann direkt gefragt, was ist eigentlich Presskopf? Keine Ahnung, was das ist. Da habe ich gesagt, ich glaube, das heißt bei euch Schwadenmagen. War das falsch? Ja, aber Schwadenmagen ist wieder anders. Da machen die einen wieder weißen Schwadenmagen, roten Schwadenmagen. Ja. Also das Tolle bei den Rezepturen, bei den Metzgern, ist eigentlich noch schlimmer wie bei den Köchen. Okay. Ne? Also da hat jeder seine eigene Rezeptur, aber die Krux der Sache ist, dass alles verwendet wird. Mhm. Also wie heißt das auf Deutsch? Nase to toll oder was weiß ich was. Es gibt so keine Reste. Ja, das, verstehst du, dass man alles verwendet. Und das wird heute nicht mehr gemacht. Und aus dieser Philosophie heraus, die man nicht als Philosophie wahrgenommen hat, sondern einfach, weil man Hunger hatte und weil man alles verwendet hat, man hat nichts weggeschmissen, kamen diese Rezepturen. Und du fährst 20 Kilometer in einer Region, haben die schon wieder ein anderes Rezept. Und die haben immer miteinander gestritten, wer das Bessere hat. Bei meiner Großmutter im Dorf, die hat immer Zwiebelkuchen vor dem Brot gemacht. Der eine hat Zwiebelkuchen mit Speck gemacht, der eine hat Zwiebelkuchen mit gekochten Kartoffeln gemacht. Jeder Haushalt hatte ein anderes Rezept und alle haben waren davon überzeugt, dass das eigene das Beste ist. Geh zu den Italienern und mach bei denen eine Pasta-Soße. Da ist es genau das Gleiche. Wahrscheinlich. Ein Kapitel in deinem Buch heißt ja auch, es gibt keine Reste, wir denken in Folgegerichten. Ja klar. Wein bitte, Weinprobe. Ja, ja. Sollen wir schon? Ja gerne, wir haben ja schon eingeschenkt. Wir haben jetzt den vierten Wein im Glas. 2018 Erberer Steinmorgen Riesling Trocken. Eine erste Lage, also das, was man in Frankreich ein Premier Grün nennen würde, also eine Stufe unter den großen Gewächsen. Steinmorgen ist bei uns eine Lage auch wie der Lösslehmboden, aber das Besondere hier im Steinmorgen ist, dass wir eben im Oberboden ein bisschen Kies haben, also angeschwemmten Rheinkies tatsächlich auch. Dadurch eine sehr gute Bodenbelüftung, gute Mineralstoffeinlagerung und dadurch eben auch sehr rassig mineralische Weine. Was wir hier auch gemacht haben,
ist, dass ein Drittel im großen Holzfass, im traditionellen Stückfass ausgebaut wird und zwei Drittel werden im Edelstahl ausgebaut. Und durch diese Verbindung dieser beiden Typen später haben wir da auch wieder diesen schönen Schmelz, dieses leicht cremige im Abgang. Man riecht auch ein bisschen das Holz, aber es ist nicht zu intensiv, sondern das Holz bringt hier eigentlich auch wieder dieses Thema positive Reife. Ne? Das macht den Wein sehr erwachsen, bildet den Wein sehr gut aus und ist hiermit einfach ja, ein Sinnbild für das, was wir uns unter einem Wein aus dem Eberer Steinmorgen vorstellen. So, einfach dieses gerade... dieses sehr gerade und dieses sehr geradlinige, trotzdem mineralische, aber die Säure ist auch da, aber die Säure ist unheimlich harmonisch eingebunden, weil das ja auch immer sehr, sehr wichtig ist. Man wird ja 100-mal gefragt, welcher Wein bei Ihnen hat denn die wenigste Säure? Ich habe es ja so im Magen. Heute ist ja die nächste Volkskrankheit nach Rücken, ist ja Magen. Und, die leben aber alle verkehrt. Ja, Franz, ich sehe das genauso, ne? Weil die bilden sich ein, wenn sie Grauburgunder lesen, dass sie kein Problem im Magen haben. Wenn sie Riesling lesen, haben sie ein Problem im Magen. Und Säure ist halt auch nicht gleich Säure, sondern wenn man die Trauben erntet, wenn sie halt auch wirklich reif sind und die Säure auch reif ist, dann ist es auch egal, wenn aber die Analyse Wein ohne Säure geht doch gar nicht. Wenn Essen Analyse, auch nicht. Wenn die Analyse ein bisschen höher ist, aber die Trauben reif sind, dann ist die Säure reif und dann ist die niemals aggressiv und dann macht die auch niemals irgendwelche Probleme mit dem Bauch. Fachfrau bei mir. Genau diesen Punkt hat man eigentlich hier. Also zunächst einmal sieht man ganz einfach der Schritt in die erste Lage. Die erste Lage bedeutet ja hier ganz einfach, das ist ja nicht mal eine qualitative Unterscheidung, sondern es geht halt einfach darum, dass wir auf dieser Welt unterschiedliche Böden haben. Hier sind wir halt jetzt einfach einen Schritt weiter. Der Wein ist aber insgesamt viel, viel feiner noch. Mal. Es ist noch mal was Elegantes drauf. Und ich habe vor vielen Jahren mit einem Freund, der mit dem ich oft Wein verkoste, ein sehr einprägsames Erlebnis gehabt. Es gab blind verschiedene Weine am Tisch und hin und her. Und es kam ein sehr plakativer Wein und alle fanden ihn toll. Und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mir gefällt eigentlich ein anderer viel, viel besser. Und an diesem Beispiel, das war definitiv der größte Wein am Tisch. Und an diesem Beispiel habe ich gelernt, der feinste Wein am Tisch ist immer der größte Wein. Also von wegen Kraft und Zug und hin und her. Das muss sich nicht als Muskelprotz zeigen, sondern wenn die Reife ist, so wie du sagst, und 2018, vielleicht sollte man ein Wort darüber verlieren, war nun mal ein extremes Jahr, ein super, super heißes Jahr. Da habt ihr Winzer wahrscheinlich nicht so viel Spaß gehabt den Sommer über, weil ihr Angst haben musstet, was passiert, wenn es eskaliert. Ich glaube, es war auch im Frühling ganz so einfach, weil es irgendwo, ob es bei euch ist, weiß ich nicht, aber es gab durchaus auch Fröste im Frühling und dann auf einmal dieser Wahnsinnssommer. Und dann kommt so ein Wein mit so viel Potenz und zeigt sich in einem sehr eleganten Antlitz. Das ist wie ein Kaschmir anlangen, zu wissen, das ist federleicht und es wird mich wärmen. Und wunderschön. Also eine deutliche Ansage zur ersten Lage. Aber meine Haltung ist, mein großes Gewächs kommt aus einer ersten Lage. Also schreibt auch jemand, schockverliebt in den Steinmorgen. Ich glaube, ja. Das kann man auf jeden Fall, das einfach nochmal, wie du sagst, das trägt es eine Stufe höher. Und ich finde 2018 so sehr das Jahr als Jahrhundertjahrgang, Jahrtausendjahrgang und so weiter relativ schnell beschrieben wurde, das macht es ja nicht leichter. Ne? Das macht für euch, trotzdem müsst ihr Fingerspitzengefühl beweisen, dass das nicht zu breit und zu fett wird und das ist hier so schön. Ja, also, und das ist so frisch, absolut. Dafür, dass es so da heiß ist. Da brauchst du ja Reben, die stabil sind, die reif sind, die vielleicht nicht ganz so jung sind. Alt genug. Ja. Und da gab es übrigens, nachdem ich ja ganz oft hier nach in Rheingau komme, beziehungsweise auch an die Saar fahre, es gab eine Linie 2018, über die du gefahren bist, so bei Nürnberg, kurz vor Ulm und so weiter. Und da wart ihr eindeutig im Nachteil. Südlich davon, also bei uns in Bayern, war es grün immer noch. Hat ja reichlich geregnet. Ja. Und hier habe ich immer wieder gesehen, oh mein Gott, das ist ein richtiges ein richtiger Kraftakt, diesen Sommer mit irgendeiner Pflanzung zu überleben. Mhm. Und dann sowas. Ich meine, der hat ja keine Spur von Uta, Hitzestress oder sonst irgendetwas. Bravo. Überhaupt nichts. Total. Wenn die Weinberge auch gut versorgt sind. Ja, also,
im Weinberg viel dafür gearbeitet. Da, ja. Da hat jemand ja. was gemacht. Der Ludwig ist für den Außenbetrieb unter anderem ja. zuständig. Und wenn man jetzt die ganze Zeit, wir haben über 2018 geredet, wir hatten 19er Rosé, irgendwie beschäftigt uns 2020 ja so oh, ja. arg, auch emotional. Ich weiß, so eine Vorschau ist immer schwierig, aber wie steht denn 2020 im Moment da? Du bist jeden Tag draußen. Was würdest du sagen? Also momentan steht es eigentlich wunderbar. Wir haben ja Gott sei Dank wieder mal einen Winter gehabt mit recht guten Niederschlägen. Wir haben nicht ganz das alles aufholen können, was uns bisher noch fehlt. Jetzt haben wir natürlich schon wieder, eigentlich sagen wir, seit Beginn der Pandemie, haben wir ja Trockenheit, haben ein schönes Wetter, wobei ich schon ein paar Mal gesagt habe, ich glaube, es war für die Psyche der Menschen auch schon sehr gut, dass zumindest Wetter gut war. Stell dir vor, es wäre trüb und regnerisch und so weiter gewesen und dann dieses in Anführungsstrichen eingesperrt sein, war so bei diesem Wetter mit Sicherheit viel besser zu ertragen. Aber für die Reben hätte es schon ab und zu mal mehr regnen können. Wir haben ja zweimal Ereignisse gehabt, einmal mit 25, einmal mit 30 Liter und dann letztes Wochenende noch mal 4 Liter. Aber das ist so eine Situation, wie wir 2019 auch ein Stück weit hatten. 2019 war ja auch relativ trocken, aber es hat so alle 10, 12, 14 Tage hat es mal 5, 6, 7 Liter geregnet. Und das hat uns so über den Sommer gebracht. Anders als 2018, da muss man schon viel kämpfen. Da haben wir einige 100.000 Liter Wasser rausgefahren und haben im Grunde Weinberge, so die ganz alten Reben, die ja bis zu 15 Meter tief wurzeln, die waren gut versorgt, aber jetzt die jüngeren Weinberge. Da sollen die Jüngeren sich mal anstrengen. Ja, ja, aber irgendwann, manchmal muss man den Jüngeren auch ein bisschen helfen. Das wissen wir doch auch in anderen Fällen. Das sagen die Väter hier in der Runde. War es da schon notwendig, aber da haben wir auch wirklich für gekämpft. Man muss dann eben auch gucken, dass man das Wasser, das da ist, im Boden hält. Das hat eben auch ganz viel damit zu tun, immer dafür zu sorgen, dass man eine gute Krümmelstruktur im Boden hat, dass das Wasser nicht verdunstet, dass der Boden nicht aufreißt. Und das sind so Kleinigkeiten, die aber einem helfen, dass ein solcher Jahrgang dann eben wirklich auch reif werden kann und nachher dann solche Weine entstehen. Das ist aber sehr, sehr wichtig, weil das eben so gesagt worden ist, naja, dann hast du was gemacht. Also du hast ja nichts, man greift dann ja nicht ein, indem man die große Keule rausholt und bumm draufhaut, sondern es sind ja Vorarbeiten gewesen, ihr kümmert euch um euren Boden Jahre zuvor, damit er Lebendigkeit hat. Als Synonym kann man da vielleicht sagen, der Boden ist die Nährmutter. Wenn der Boden in Ordnung ist, dann funktioniert viel. Ich habe Franzens Hof sehr, sehr traurig begleitet in diesem Jahr, weil da oben im Taunus war nichts zu machen. Es gab kein Heu, also er konnte selber nichts erzeugen. Und wenn ich mir das dann im Weinberg vorstelle, wo man ja definitiv auch nicht eingreift, indem man irgendeine Bombe wirft und es explodiert irgendetwas, sondern ihr habt vorgearbeitet, ihr habt geachtet, ihr habt geschnitten, ihr habt aktiv Handarbeit geleistet. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das mal sagt, weil absolut. Ein Jahrgang, der Arbeit, mehr Arbeit erfordert, fragt ja nicht nach der Chemiekeule. Genau, also die Qualität ist am Ende, ne? Wow, 2018 und so weiter. Ich glaube, die meisten werden in Erinnerung behalten, wie viel Arbeit so ein Jahrgang auch mehr gemacht hat, weil es einfach vielleicht nicht geregnet hat oder so. Vielleicht auch kurz um die Fragen, auf eine Frage einzugehen. Können wir mehr über die Arbeit im Weinberg verraten? Ludwig, ich glaube, du bist ja genau der richtige Ansprechpartner, um vielleicht auch kurz zu sagen, was im Moment los ist. Die Blüte, ist sie schon durch? Ja, nee, also Blüte, das kommt auch. Ich will aber noch mal ganz kurz auf das eingehen, was Astrid gesagt hat, von unter dem Aspekt Vorarbeit. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Also wir arbeiten ja gerade im Weinberg, das, was man heutzutage so ökologisch nennt. Also sowas wie Glyphosat gibt es bei uns seit 20 Jahren nicht mehr. Und das, was man allgemein Kunstdünger nennt, eben genauso nicht. Wir arbeiten nur in einem ökologischen Kreislauf, arbeiten ganz, ganz viel mit Begrünung, sehen praktisch im Juli schon eine Winterzwischenbegrünung ein mit relativ vielen Leguminosen, die Stickstoff aus der Luft sammeln und bringen das dann im Frühjahr, da sind wir jetzt gerade noch mit dabei, gerade wieder in den Boden ein, dass dann über die Umsetzung der organischen Masse eben die Nährstoffe wieder für die Rebe freigesetzt werden. Aber ganz wichtig ist, dass man einen relativ hohen Humusanteil hat. Wenn du einen hohen Humusanteil im Boden hast, und den lassen wir auch immer wieder analysieren, versuchen da über 3% zu kommen, dann hast du auch eine hohe Wasserspeicherung, du hast eine hohe Wasserhaltekraft. Und dann kannst du auch so kleine Regenmengen, kann die Rebe dann wirklich nutzen, werden der Rebe zur Verfügung gestellt. Und das hilft uns in solchen Jahren dann wirklich sehr. Aber ich will jetzt auf das eingehen, was du gefragt hast. Was machen wir im Moment draußen? Im Moment, das ist ja faszinierend, wenn man das mal sieht, wie so ein Weinberg wächst.
der noch vor 2-3 Wochen noch so groß war, der jetzt schon 60, 70, 80 Zentimeter groß gewachsen ist. Das geht rasend schnell und so rasend schnell, wie das geht, fordert uns das natürlich auch. Weil wir müssen ja gucken, wenn du da nichts machst, dann wird das ja so wie so eine Hecke auseinanderfallen. Die Reben müssen also eingebunden werden in die Drähte, damit das gerade nach oben wachsen kann, damit das nachher auch luftig ist, dass wir später in der Weinlese dann da nicht zu viel Fäulnis reinbekommen, dass wir eine gute Schlüftung haben. Das machen wir im Moment. Wir machen Bodenbearbeitung, wir machen Pflanzenschutz und die Blüte. Das ist das Nächste, was jetzt ansteht. Dauert nicht mehr lang, oder? Üblicherweise ist Blüte so um Mitte Juni, aber ich schätze mal, dass wir in diesem Jahr auch wieder früher sind. Ich habe die ersten Blüten habe ich gestern gefunden in dem Spätburgunder Weinberg, also ganz vereinzelt. Aber wenn das Wetter jetzt so weitergeht, wie es prognostiziert ist für die nächsten Tage, dann denke ich, werden wir in 10-12 Tagen mitten in der Blüte sein. Und das ist dann auch eine ganz faszinierende Zeit, wenn man durch die Weinberg geht. Dann schwebt dieser Reseda-Duft, der Rieslingblüte, der schwebt dann so über dem Weinberg. Das ist so ein süßlicher Duft, der einem wirklich zeigt, hier die Weinberge stehen in der Blüte. Und jeder, der so durch Weinberg geht, kann sich das gerne mal intensiv ansehen, weil das, was man jetzt bisher gesehen hat, von dem man denkt, das sei die spätere Beere, die spätere Traube, das ist es gar nicht, sondern das ist das Blütenkäppchen. Das wird jetzt abgeworfen, darunter kommt dann die Blütenstängel. Und da kommt erst die eigentliche Beere, aus der nachher dann die Traube entsteht. Aber nicht anlangen, nicht abpflücken. Nein, natürlich nicht. Einfach anschauen. Aber was für eine Faszination, Alex. Ich glaube, du hast den richtigen Mann draußen im Weinberg. Also, also er ist ja nicht ganz alleine. Ne? Das ist ja, also es wäre bei 20 Hektar tatsächlich schwierig. Sehr gut zu erwähnen, ja. Ja, nee, muss ich schon dazu sagen. Wir haben ja ein tollen Betriebsleiter im Weinberg, unseren Buggy, Burkhard Keschner, Sohn des evangelischen Pfarrers aus, früheren evangelischen Pfarrers aus, einfach, der schon in der Studienzeit bei uns in jeder freien Minute mitgearbeitet hat und der eigentlich heute Außenbetriebsleiter ist. Ich unterstütze ihn, wir beraten uns gegenseitig. Und mein Job heute ist, dass ich relativ viel auf dem Traktor sitze, mache ich gerne, macht mir viel Spaß. Und da im Grunde so die Arbeiten mache. Und dann natürlich mit ihm gemeinsam so entscheide, was machen wir. Und ab und zu ruft mich der Alex mal, wenn er die Weine so praktisch fertig hat und sagt, hier, probier mal drüber. Aber ich muss sagen, eigentlich kann ich immer nur bestätigen, es ist gut, genauso wird es machen. Und, aber es ist immer schön, wenn man als Vater dann nochmal gefragt hat. Hast du das gerade gehört? Ja, genau. Ich werde es mir im Kalender oft notieren. Am 30. Mai. Bitte? Sonst hast du deinen Kindertraum. Ja, klar. Also ich muss sagen, ist mein Kindertraum. Und ich habe ja einen wunderbaren, lieben kleinen Enkel, also seinen Sohn. Der Jakob heißt übrigens, den Namen des... Ja, aber ich meine jetzt diesen einen, es ging um Traktorfahren. Ich habe natürlich zwei, also es ging um Traktorfahren. Und der auch fasziniert ist von den Traktoren bei uns. Wir haben 4 Traktoren, es gibt keinen Tag, an dem er nicht auf jedem Mal gesessen hat. Und was ich jetzt am meisten vermisse in dieser Zeit, dass ich im Moment nicht mit dem Traktor fahren gehen darf. Mhm. Weil wir in den letzten 2-3 Jahren, also praktisch mindestens einmal die Woche erst auf meinem Schoß saß und wir sind irgendwo hingefahren mit dem Traktor und hat sich immer darüber gefreut und im Moment ist es halt nicht möglich und dann sitzt er halt mal alleine drauf und er guckt mir immer zu, wenn ich mit dem Traktor rausfahre, das will er nie verpassen. Oder ich muss dann halt. Ja, oder jetzt Winter übernimmt er den Part. Natürlich habe ich einen zweiten Enkel, es gibt ja auch noch einen älteren Bruder von ihm, der auch einen tollen Sohn hat, einen kleinen Felix. Sein Sohn heißt übrigens wieder Jakob, also vielleicht könnte es irgendwann sogar mal wieder übereinstimmen. Nachfolger im Weingut. Der Jakob war ja mein Vater und ich habe damals nicht die Notwendigkeit gesehen, das Weingut umzubenennen, so alle 30 Jahre anders, weil der Inhaber dann jetzt Paul, Hans oder Wilhelm heißt und einfach den Namen des Vaters erhalten. Aber vielleicht ist irgendwann sogar mal wieder identisch mit der Betriebsbezeichnung. Das wäre doch schön. Während manche der Zuschauer und Alex sagen, er soll zwischendurch ein Wasser trinken. Wir trocknen aus, steht da. Genau. Wir trocknen aus. Ja, den einen geht es zu langsam, den anderen geht es zu schnell. Das ist, wir versuchen die Mitte zu finden. Wir nehmen die Mitte. Wir haben auf jeden Fall den roten schon im Glas, aber apropos Glas, und ja genau, Alex, ich weiß, du redest da gerne drüber, deswegen überlasse ich das auch gerne dir. Es wurde gefragt, aus welchen Gläsern wir trinken und wir finden es ja schön, dass die Ästhetik der Gläser komplett auffällt scheinbar, deswegen überlasse ich das dir. Offenbar merken ein paar, die Elke aus Hamburg, die Vineyard-Elke,
Elke Berner von unseren Freunden aus dem Vineyard in Hamburg. Mutmaß, es seien Zaltogläser. Es sind keine Zaltogläser. Wir sind ja gute VDP-Punktsoldaten. Und deshalb haben wir hier natürlich Gläser von der Firma Zwiesel. Zwiesel Kristallglas, die uns die Sonja Wefers immer besorgt. In meinen Augen ist das ein Top-Universalglas, das wir haben. Von Zwiesel Kristallglas. Das Glas heißt Wine Classic Select. Ist da das Rieslingglas. Wir verwenden es unheimlich gerne auch für Spätburgunder, weil es einfach die Feinheit der Spätburgunder auch unheimlich schön rausbringt, den wir jetzt gleich probieren. Nein, Elke, es ist kein Zalto, es ist ein Zwieselglas. Ja, und schon sind wir beim Spätburgunder. Ich glaube, wir können ihn auf jeden Fall schon mal ansprechen. 15, was ja auch ein glaube ich, geschichtsträchtiger Jahrgang war. Zweite große, ja, großes Kennzeichen, der Wein heißt Alexander Johannes. Du hast am Kaiserstuhl gelernt. Mhm. Ist der Spätburgunder so ein Liebling seitdem? Ich meine, wenn man am Kaiserstuhl ist, muss man Spätburgunder mögen und lieben, oder? Hast du Spätburgunder noch? Wenn man am Kaiserstuhl ist, dann muss man auch, glaube ich, Grauburgunder mögen. Ja? Was uns nicht dazu bewogen hat, Grauburgunder zu pflanzen. Ja? wobei ich da ja auch in einem absoluten Top-Betrieb war, die auch wirklich hervorragende Weine machen. Ich war im Weingut Berger in Burgheim, die auch wirklich vor allen Dingen neben den tollen Weinen, ich hatte das große Glück, dass ich in den zwei Betrieben, in denen ich war, auch immer bei unfassbar tollen Familien war. Und das ich glaube, das ist so wichtig, bringt oder? Fast, also ich habe weder am Kaiserstuhl noch in Südafrika wirklich Wein machen gelernt. Das lernst du im Studium, das lernst du vor allem in der Praxis zu Hause. Es bringt nichts so viel wie wirklich praktisches Arbeiten und wie Erfahrung, die du auch hast. Und sagen wir mal, den ersten Jahrgang zu Hause im Keller, natürlich damals noch unter Anleitung, war 2002. Mhm. Irgendwann wurde es dann immer selbstständiger. Das heißt aber quasi auch, dass ich 2020 jetzt halt meinen 19. Jahrgang mache mit 37 Jahren. Das ist halt dann einfach schon etwas, wo du darauf zurückblicken kannst. Und das macht halt beim Weinausbau unheimlich viel aus. Aber um wieder zum Spätburgunder zurückzukommen, natürlich haben wir am Kaiserstuhl gute Spätburgunder gemacht. Wir haben gute Spätburgunder dort auch probiert. Bei uns hat ja aber im Weingut Spätburgunder tatsächlich noch eine viel, viel längere Tradition. Und die geht natürlich auch wieder auf meinen Vater zurück, der 1971? 76. 76, fast. 1976 seine ersten Spätburgunderreben gepflanzt hat. Was damals ja noch vollkommen unüblich war und tatsächlich auch 1990 seinen ersten Spätburgunderwein im Barrique ausgebaut hat. Und das war noch unüblicher zu dem Zeitpunkt. Und da, das darf ich dann jetzt gerade noch sagen, ansonsten kannst du gerne zu dem Wein was sagen, war er dann in Geisenheim in der Uni beim Wolfgang Pfeiffer und hat sich da beraten lassen. Und es war nicht geplant, aber es ist schön, dass der Bogen da so ein bisschen drauf kommt. Wolfgang Pfeiffer, jemand, von dem ich habe von niemandem in der Uni so viel gelernt wie von Wolfgang Pfeiffer. Wer an der Geisenheimer Uni war, kennt Wolfgang Pfeiffer, hat ihn geschätzt und die meisten haben ihn geliebt. Er war mit Sicherheit auch nicht der allereinfachste Mensch, aber wer ganz einfach ist, der bringt es auch zu nichts. Und es war für mich der Tollste. Warum rede ich in der Vergangenheit? Weil er halt im Februar leider ganz, ganz plötzlich verstorben ist. Und da ist wirklich eine große Lücke gerissen worden in Geisenheim. Ein Mann, der Geisenheimer Studenten über, glaube ich, irgendwie 30 Jahre begleitet hat, auch beim Sektprojekt und alles. Und da haben wir viel, viel gelernt über Spätburgunder und viel gelernt, wie muss man es machen mit dem Holzfass ausbauen, wie kann man das einsetzen. Und da haben wir uns, glaube ich, auch in den letzten 10 Jahren tatsächlich auch noch mal weiterentwickelt, bisschen weg von dieser sehr kräftigen, fast schon marmeladigen Art, wie so Ende der 90er, Anfang der 2000er dann modern war, wo man gesagt hat, okay, immer fetter, immer dicker, um zu zeigen, was können wir. Hier scheint auch die Sonne. Ja, das ist genau das Thema. Aber wenn wir eine Sache ja... Wenn uns ja eine Sache auszeichnet, ist, dass wir ja im Vergleich zu international feine Rotweine machen können. Das können sie international eher nicht, weil es da viel zu warm ist. Und das ist das, was wir halt hier einfach so ein bisschen verfolgen. Diese Finesse, diese Eleganz, diese feine Beerenaromatik. Und das ist einfach das Schöne. Ja. Das muss man ja vielleicht sagen, dass dann die großen, großen Spätburgunder in Deutschland durchaus immer schon aus dem Rheingau kamen. Es gab ja legendäre Weinproben mit uralten Spätburgundern, die große Burgunder geschlagen haben.
Ich würde da gerne auch noch drauf eingehen, aber da eskaliert es gerade, weil man reklamiert, dass der letzte Riesling vielleicht nicht kommt. Aber ich denke, der ist ganz gut platziert nach dem Spätburgunder. Absolut. Wir können ja noch was lernen. Und deshalb sprechen wir jetzt über den Spätburgunder und kommen nachher noch auf den letzten Riesling. Aber wie gesagt, Spätburgunder und Rheingau steht für sich. 2015, also Ludwig, ich will dir jetzt nicht vorgreifen, sonst quatsche ich jetzt hier über deinen Wein. Ja. Das musst du jetzt selber machen. Nee, also gut, Alex hat den Wein ja eigentlich schon so weit beschrieben. Oder darüber gesprochen, im Grunde ist das Weinbeschreiben seine Sache. Ich kann das natürlich gerne auch machen. Aber mein Part ist ja zwischenzeitlich, sag mal, der Weinberg. Und deshalb reduziere ich mich gern darauf. Aber ich will noch mal kurz eingehen auf den Wolfgang Pfeiffer, weil das ein so wunderbarer Mensch war, dass man dazu ruhig noch einen zweiten Satz sagen darf. Absolut, ja. Ich muss sagen, als ich damals dann anfing, Rotwein machen zu wollen, also angepflanzt hatte ich und es war dann soweit, wir hatten die ersten Trauben, haben erst mal einen Weißherbst gemacht und dann habe ich gesagt, also jetzt würde ich mich gerne mal einen Rotwein wagen. Und dann bin ich zu jemandem gegangen im Rheingau, von dem ich dachte, von dem kann ich viel lernen. Und der hat mir dann erzählt, ja, der Spätburgunder muss eine gewisse Restsüße haben und muss eine kräftige Säure haben. Und dann bin ich da weg und habe gesagt, diesen Rotwein wolltest du eigentlich nicht machen. Nee. Und dann habe ich Wolfgang Pfeiffer angerufen, der für mich damals noch der Herr Pfeiffer war. Ich hatte nur gehört, dass der da viel davon versteht und von dem er viel lernen kann. Und dann habe ich gesagt, ah ja, Bub, komm mal her und dann erzähl mir mal ein bisschen. Dann kam ich dahin und dann habe ich gesagt, jetzt gehen wir mal in den Keller über ein Barrique-Fässer, probieren die mal. Da hatten wir am Ende 28 Barrique-Fässer durchprobiert. Und ich hatte mein Auto dabei, habe nicht damit gerechnet an diesem Tag. Und dann hat er anfangs gesagt, ja, jetzt müssen wir nochmal in die Schatzkammer gehen, jetzt probieren wir mal so ein bisschen gereifte, die so 10, 15, ja, 20 Jahre alt sind. Und als ich das alles durchprobiert und jeden Tag mit ihm gemacht hatte, wusste ich, wie man Spätburgunder machen muss. Und habe dann später noch einen guten Kontakt zu ihm gehabt. Es war ein ganz toller Mensch und ich muss sagen, ich kann es jetzt noch nicht begreifen, dass er nicht mehr unter uns ist. Wir haben ein paar Wochen vorher noch zusammen Wein probiert in Eltville im Weinbau in der Weinprüfung. Und da war er noch topfit und es war ein richtiger Schock, dass er jetzt nicht mehr da ist. Aber so ein Mann, der also wirklich ganz große Spuren hinterlässt im Rheingau. Ja. Und ich meine, klar, jetzt Spätburgunder ist eigentlich konsequent auch mit dem Rheingau verbunden, aber natürlich auch im Badischen, da müssen wir jetzt mal den Franz fragen, wie als Urbade, wie gefällt dir der Spätburgunder? Mir gefällt es sehr gut, das ist überhaupt kein Thema. Aber es ist ja nicht nur eine badische Sache, sondern früher hatte man einfach das Problem, dass man, also ganz, ganz früher in meiner Jugend, hat man Rotwein so gemacht wie Weißwein. Und das war ein Riesenproblem und das haben die Deutschen sehr, sehr spät verstanden erst. Und halt auch, denke ich mal, über meinen Vater gelernt, weil wir haben immer schon mal über die Grenze gemacht und haben geguckt, wie es die anderen gemacht haben. Man kann ganz eindeutig sagen, dass dein Vater die Barrique-Fasslagerung für Deutschland eingeführt hat, indem er gesagt hat, ich mag burgundische Weine, ich komme aus einem Terroir, das sehr nah am Burgund ist, unsere Rebsorten sind so. Ich arbeite jetzt mit Barrique, weil ich das in Burgund gelernt habe und nachdem man ziemlicher Starrkopf war, war es ihm auch völlig egal, dass die deutsche Weingesetzgebung gesagt hat, okay, dann darf das eben kein Qualitätswein sein. Haben wir Tafelwein gemacht. Mhm. War dem alten Franz egal, gell? Der teuerste Tafelwein, den es jemals gab. Und heute muss ein Barrique-Fass gelagerter Wein wenigstens im Mostgewichten der Qualität einer Spätlese sein. Also nur, um zu sehen, wie schnell sich die Dinge drehen. Sonst funktioniert nicht. Ja. Ja. Also gehen wir zum Wein zurück. Ja. Sag du doch mal was, Franz. Ja. Na, ich trinke ihn doch schon. Ist alles wunderbar. Ich gucke immer, was die Jungs da drüben alles so sagen. Ich gucke auch. Also vor allen Dingen ist es schön so fast untereinander. Tolle Geschichten aus dem Nähkästchen und knapp oben drüber steht, jetzt labern sie. Aber es steht auch Spätburgunder Rules. Und ich glaube, das ist schon auch ein Statement für den einen Rotwein, den wir heute Abend dabei haben. Vor 15 Jahren, wenn du dann erzählt hättest, was es heute für tolle Rotweine in Deutschland gibt, hätte jeder gesagt, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und das haben wir sind ja in Deutschland ein bisschen so perfektionistisch unterwegs. Und wenn wir heute sehen, was es für Pinot Noirs in Deutschland gibt, um es mal den internationalen Begriff zu bringen,
dann sind wir ganz schön weit. Mhm. Nur das, ich meine, wir haben ja eine weitaus größere Rotweinkultur, aber die Spätburgunder sind ganz sicher, oder die Burgundersorten sind ganz sicher die Weine, die in Deutschland, die roten Weine, die in Deutschland am tollsten sind. Was aber hier sehr, sehr gut passt und vielleicht im Rheingau aber noch ein bisschen verzögert auch gesehen wird, den Mut, die Säure zu zeigen, die ein Spätburgunder haben kann, der bringt ja auch sehr viel Gewinn in Form von qualitativem Genuss. Mhm. Und vor einigen Jahren war es so, wenn man gesagt hat, ich mag besonders Burgunder gerne, hat man zu mir gesagt, naja, du bist ja auch eine Frau. Denn da galt ja eher so Bordeleser Rebsorten als Rotwein oder andere Rebsorten, die sehr tanninhaltig sind. Und der Spätburgunder absolut alles abdecken kann, was ein Rotwein zu liefern hat. Das ist ja wohl ganz eindeutig. Ja. Vielen Dank. Und 15 natürlich ein großes Jahr. Absolut. Ja. Hier wird auch Chapeau. Da hat gerade einer gesagt, der hat einen 96er Michelmarkt. Ja, Wahnsinn. Also den habe ich auch noch gekauft. Ich bin begeistert, was die Leute zu Hause neben diesem Paket aufmachen, scheinbar an alten Jahrgängen. Das heißt, das Paket Alex, war viel zu klein. Nächstes Mal schicken wir 12 Flaschen und ja, und dann 96er, 59er und so weiter. Ja. Also man sieht in diesem Wein ja eben auch den Einsatz von Holz sehr moderat, sehr so fein. Sehr schön in der Reife. Und es gehört ja auch dazu, es führt jetzt ein bisschen zu weit, überhaupt da mal nachzudenken, warum gibt es überhaupt diese Barrique-Fasslagerung. Aber nachdem sie so viel eskaliert im Ausbau, ist das wirklich doch ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und nach 5 Jahren trinkbar, aber sicher noch sehr, sehr lang lagerfähig. Ist es im Verkauf? Ist es ein Wein, der bei euch im Verkauf ist? Das ist ein Wein, der tatsächlich bei uns aktuell noch im Verkauf ist. Das ist ein Wein, der bei uns seit 3 Wochen erst im Verkauf ist. Wunderbar. Also das ist bei unseren Spätburgundern eigentlich echt ganz schön, dass wir da die Möglichkeit haben, die Weine auch wirklich gereift anzubieten, die Weine gereift erst zu verkaufen. Hatte den Hintergrund, dass wir sind im Moment bei uns in der Flurbereinigung. Und da hieß es, dass einige Spätburgunder Weinberge wegkommen. Daraufhin haben wir quasi in weiser Vorausplanung, also damals auch noch mein Vater damals schon Spätburgunder Weinberge gepflanzt. Dann sind die ausgehauen werden sollen, aber ein bisschen länger stehen geblieben. Und dadurch hatten wir da einfach in ein paar Jahre mehr Spätburgunder im Ertrag, als wir vermarktet haben. Und dadurch haben wir uns da jetzt in eine Situation reingeschafft, dass wir selbst im Basisbereich, Basis-Spätburgunder-Tradition, verkaufen wir Jahrgang 16. Verkaufen da 15er, Steinmorgen erste Lage, verkaufen auch 15er. Wunderbar. Das macht halt wirklich Spaß. Ja. Und auch das, was du eben auch gesagt hast mit dem Thema Holzeinsatz, das ist halt auch was, wo wir uns in den letzten Jahren wirklich hinentwickelt haben. Wir reden hier vielleicht noch von 30-40% neuem Holz. Ne? Einfach gar nicht. Wir brauchen das Holz für die Entwicklung der Weine, für die Reifung, für die Mikrooxidation. Wir brauchen das Holz nicht mehr, dass der Wein nach Holz schmeckt. Nicht zum Aufmotzen. Ja, nicht, dass der Wein nach Holz schmeckt. Wir brauchen es nicht zum Schminken. Das ist Käse. Ja. Total. Ich hatte ja übrigens deinen Spätburgunder 16 letzte Woche zu selbstgemachten Maultaschen. Und was war das, Gutswein oder Ortswein? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Das war Gutswein. Ja, genau. Hat einfach Gutswein gezeigt. 16, perfekt. Jetzt. Es war so perfekt und so schön. Ja, die Sachen brauchen halt wirklich Zeit. Also bei Riesling braucht auch Zeit, aber Spätburgunder brauchen in meinen Augen tatsächlich wirklich noch viel mehr Zeit. Ja. Also wenn man jetzt, gibt ja Kollegen, wo man das eben auch schon probiert, ich will da jetzt wirklich überhaupt keinen in die Pfanne hauen, um Gottes Willen, aber die dann jetzt tatsächlich schon 2018er Spätburgunder verkaufen oder teilweise schon 19er Spätburgunder verkaufen. Schnelle Kohle. Nein, das geht gar nicht um schnelle Kohle. Mir tun die ja leid, weil das Zeug kannst du ja tatsächlich jetzt eigentlich noch nicht richtig saufen, ne? Letzten Endes gilt es aber, glaube ich, schon für jeden Wein, der mit irgendeiner handwerklichen Achtung gemacht worden ist, den Blick in die Zukunft brauchen sie einfach. Und es hat ja eine sehr schnelle, bis in die 80er Jahre hinein, hat man Weine überhaupt erst später verkauft als nach 1 oder 2 Jahren. Dann gab es so eine Revolution und heute ist es schwer zurückzurudern, aber wir erleben es ja schon, dass einige Weingüter ihren eigenen Weg wieder gehen. Und bitte beim Riesling auch. Ja. Ich bin sehr gespannt übrigens, apropos Riesling, wenn wir jetzt einen Reparaturwein setzen. Reparaturwein, so habe ich das noch nie gehört. Nein, aber
habt ihr schon eilig? Nein, ich wollte dieses Wort jetzt einfach mal in den Raum werfen, weil ich immer wieder gefragt werde. Reparaturwein hat ja nichts damit zu tun, dass irgendetwas ganz gemacht werden soll, sondern der Reparaturwein ist ja immer ein Wein, der in der Lage ist, nach viel, 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 viel Kraft nochmal eine Erfrischung draufzusetzen. Ja, genau. Absolut. Und gerade wurde auch gefragt, warum wir Rot zwischen Weiß, warum jetzt nochmal ein Riesling ganz am Ende steht. Ich glaube, die einfachste Antwort hast du. Antwort ist, dass der letzte Wein, der jetzt gleich kommt, der Weißwein Michelmarkt Kabinett, tatsächlich ein süßer Wein ist. Mhm. Und wenn wir von süß zurück auf Rot, das funktioniert gar nicht. Weil wir haben fruchtig. Fruchtig. Fruchtsüß. Sag doch süß. Ist doch süß. Hat doch süß. Ist, okay. Ist ja kein Problem. Ja, muss mich heute nicht mehr schämen dafür. Ich weiß, dass die Familie Keller mit dem Begriff süß ein Problem hat bei Wein. Aber wir haben ja, vor allen Dingen gerade bei den Roten, die bei uns ja auch eine absolute Handschrift haben, sie haben tatsächlich alle wirklich null Restzucker. Und das ist etwas, was wir auch, wo wir auch stolz drauf sind, weil es bei den Spätburgundern auch funktioniert, weil es bei den Spätburgundern viel mehr die Filigranität rüberbringt und viel mehr die Eleganz rüberbringt und viel mehr auch wirklich die Handschrift rüberbringt, wenn das nicht irgendwie mit Zucker maskiert oder geschminkt ist. Ne? Also der Spätburgunder mit dem höchsten Restzuckergehalt, den wir gefüllt haben in den letzten 15 Jahren, der hat mal 0,4 Gramm Restzucker. Ne? Und also was ist mit dem alten Konzept vom Staatsweingut von früher? Das ist deren Konzept. Es gibt ja auch noch andere Weingüter, deren. Das war ja auch eine alte Tradition. Und ja. Ich habe das gelernt, als ich in Rheingau kam. Und ich habe auch immer geflucht und habe gesagt, das kann nicht sein. Und wie hieß denn der alte Weingut, der mal früher da war? Bengel. Nee, vorm Bengel. Der Dries. In Asmershausen meinst du? Ja. Ja. Der Dries. Ja, Dries. Der hat mich dann in Schatzkammer genommen und hat mir ganz alte Spätburgunder. Mhm. Und die waren wirklich dann wie große Burgunder. Ne? Aber das ist eine andere Geschichte, die lassen wir jetzt lieber ruhen. Ich finde, wir sollten viel, viel mehr noch eine Lanze brechen für einen Riesling. Weil der Riesling ist ja leider sehr kompliziert und wird immer sehr oft missverstanden. Mhm. Und Riesling ist eigentlich die Hypertraube und der Hyperwein und ist einfach manchmal bei ganz, ganz vielen Leuten einfach falsch platziert. Mhm. Ganz einfach, weil er sehr kompliziert ist und weil er sehr, sehr oft missverstanden wird, oder? Da aber kannst du was zu sagen. So eine große Klasse. Falsch verstanden ist, sagen wir mal, etwas untertrieben. Bis in die frühen 90er, nein, bis in die späten 90er Jahre hinein. Ich bin nun mal von Geburt von der Mosel bzw. von der Saar und bin halt immer mit einem Rieslingsgläschen unterwegs gewesen. In den späten 90er haben die Leute das ganz schrecklich gefunden und nach Renny geschrien und sonstige Geschichten. Dann kam irgendwann mal der Hype, aber der Hype ist begleitet worden durch eben diese Verschiebung der Reife und dadurch, dass Riesling heute anders reif wird oder reifer gelesen werden kann, zeigt er jetzt seine Schönheit viel einfacher, ja, als es vielleicht vor 20 Jahren war. Und da war Riesling immer unterschätzt. Aber ich hatte vor einem Jahr hatte ich ein schönes Sommerfest und habe 83er Spätlese ausgeschenkt. Das war der Wein des Abends. Also es gab einiges, aber das als normalen Wein. Der war so abgeschliffen, der war so abgerundet, der war so gereift und der war trotzdem noch so fein und so geladen mit Energie. Das muss man halt beim Riesling erwarten können. Man braucht Zeit. Man kann einfach, also ich meine, jetzt ist es ein extremes Beispiel, aber da zeigt sich ganz einfach, je älter, je reifer das wird, umso feiner wird es. Und ja. So wie wir. Ja, richtig. Ich glaube nicht, dass es eine Rebsorte gibt, wenn ich das immer so abblätter und ich habe viele, viele Weine in meinem Kopf, die ich für grandios halte und auch Kategorien. Aber Riesling ist ganz sicher die Rebsorte mit der größten Leistungsfähigkeit in jeder Hinsicht. Die kann Säure produzieren, die kann Zucker produzieren, die kann Extrakt produzieren, die kann alles und kann es dann aber auch noch zusammenbringen. Ist Riesling eigentlich weiblich oder männlich? Die Riesling natürlich.
Ich muss jetzt mit einstimmen. Deshalb so kompliziert. Wärme neu. Deshalb so kompliziert. Nein, aber ich verstehe vollkommen, was du meinst. Riesling kann einen so vereinnehmen. Ne? Ja. Also ich glaube, ich spreche für die Runde, auch wenn du sicherlich burgundisch geprägt bist durch die Heimat und so. Also Riesling, egal wo man in der Welt hinreist, und es gibt hinreisende Weine, man denkt immer wieder, wow, was haben wir mit dem Riesling zu Hause? Also es ist grandios, und deswegen spielt er heute auch in der Verkostung so eine große Rolle. Wir haben 3 Rieslinge dabei, ist ja, und alle doch so unterschiedlich, was ja das Schöne ist. Ne? Und es bildet ja noch nicht mal unseren Rebsortenspiegel ab. Ne? Wir haben ja eigentlich 75% oder 78% Riesling bei uns im Weingut und haben nur 50% Riesling jetzt heute hier in der Probe, weil wir natürlich auch ein bisschen was zeigen wollen, klar. Ja, ja, klar. Also hier damit jetzt. Ja, Alex, schenk doch mal ein. Ich schenke ein. Wir haben ja wirklich den großen Vorteil, dass... Da schreibt einmal, zum Spätburgunder im Rheingau muss viel mehr gesagt werden als zu Riesling. Na, bin aber ich nicht, das so kann auch sein, ja, dass man spät... Das hattest du schon total ausgeführt. Ja, also für mich ist jetzt als in Anführungszeichen Außenstehender, ist der Spätburgunder schon eine sehr dominante Persönlichkeit im Rheingau. Mhm. Und natürlich, eigentlich denkt man ja immer hinter Rüdesheim, wenn der Rheingau mehr in den Schiefer geht, seltsamerweise Aßmannshausen, Rüdesheim etc., kommen die ganz großen, vielen Spätburgunder. Aber dann kann man sich auch wieder ein bisschen umschauen und kann mal so an den Main schauen und sieht, da gibt es ja auch Spätburgunder und auch hier. Und endlich ist es so, ich habe gestern eine Unterrichtseinheit für meine Sommeliers gehabt, da ging es um deutsche Sekte, und ich hatte einen Spätburgunder-Sekt aus dem Rheingau. Mhm. Auch das ist ja hier machbar. Und in meinem Kopf ist immer wieder dieser Eindruck einer großen Spätburgunder-Probe vor 20 Jahren, in der man große Burgunder neben alte Spätburgunder gestellt hatten. Wir haben zu wenig alte Spätburgunder, die wir herzeigen, weil dann würden wir es nivelliert, nivelliert ist das falsche Wort, es ist so negativ, aber es gleicht sich mehr an in der Reife, und dann sieht man, dass die burgundischen Qualitäten im Spätburgunder in der großen Reife sich egalisieren zu wirklichen alten Burgundern. Und ich glaube, das ist eine sehr tolle Eigenschaft, die diese Rebe zeigt, und eine große Tradition, die ihr im Rheingau hier habt. Ja. Wenn ich jetzt gerade Kommentare lese, wir haben ein Kilo Steak gegrillt und alle Weine haben gepasst bis Sonntag. Erinnere ich mich an einen Kommentar von dir mit dem Riesling-Tabi, dass das eigentlich auch der Wein zum Grillen ist. Das ist richtig, ja. Ich weiß auch, wer das geschrieben hat. Wir sehen uns am Sonntag. Da gibt es übrigens was Schönes vom Grill. Vielleicht sogar was vom Falkenhof. Mal schauen. Ja, fragt gerade jemand, ob es demnächst noch mal was gibt. Genau, die Rieke und der Micha fragen, ob es bald mal wieder eine Abholgeschichte am Falkenhof gibt, wie du es gemacht hast vor 14 Tagen. Die Schweine wachsen noch. Die Schweine wachsen. Du wirst informieren, können wir aber uns dabei stehen. Aber es war super, was ich bisher auch gesehen hatte. Das war echt hervorragend. Ganz, ganz tolle Fleischqualität. Aber trotzdem kommen wir jetzt gerade noch mal zu dem Wein, den wir jetzt eingeschenkt haben. Wir kommen jetzt zu Wein Nummer 6. Wer sich nicht mehr ganz sicher ist, wo wir jetzt dran sind, es kommt jetzt nach dem Rotwein tatsächlich noch ein Weißwein. Wir haben da jetzt nochmal umgeschwenkt, weil wir jetzt zu etwas Süßem kommen. Etwas, das ich persönlich, es gibt ja ganz viele, die sagen, oh, süßen Wein trinke ich nicht und gibt Kopfweh und was weiß ich was. Das ist alles Käse. Das ist alles Käse. Wenn ein Wein ordentlich gemacht ist, dann ist das immer was ganz Tolles. Und ich bin einer der größten Liebhaber dieser restsüßen Kabinettweine, weil das etwas ist, was, das ist so ein, auch Terrassenwein, ein Mittagswein, das hat wenig Alkohol, das hat, glaube ich, nur 9,5 auf dem Etikett, vielleicht 10,0. Es hat so eine angenehme Süße, und das tatsächlich zum scharf angebraten oder scharf angegrillten Steak mit einer schönen Kruste, da mit den Röstaromen, dann sowas leicht Süßes dazu, das ist für mich der absolute Hammer. Wir haben ja Lager Erbacher Michelmark, auch wieder in Lößt-Lehmboden, haben hier das auf unserem Etikett, denke ich, ganz schön auch eingefangen. Wer es jetzt in der Kamera sieht, jetzt in der Kamera? In der Kamera? Ja. Jetzt sind wir auf einer anderen Kamera. Ja, ich muss meine Daumen wegtun. Jetzt. So, jetzt habe ich es. Ich war kurz irritiert. Wir haben ja auch so ein bisschen bei unseren Etiketten, erzählen wir immer noch eine kleine Geschichte zu unseren Weinen. Hier haben wir das Thema Michelmark.
Der Name kommt von Gemarkungsgrenze, deswegen haben wir hier mit dem Zirkel das so ein bisschen eingefangen mit dem Thema Vermessung. Dann natürlich ein bisschen Himmel und Erde, was auch immer einen großen Einfluss auf die Weine hat. Bei uns sind die Michelmark-Weine immer restsüß. Und deshalb dieser kleine Gimmick, unsere ganzen Etiketten haben ja immer noch so kleine Gimmicks mit dazu. Und hier auf dieser kleinen Banderole ist ein Goethe-Zitat drauf. Es steht drauf, ergo bibamus, das heißt also lasst uns trinken. Und das ist hier tatsächlich klingt Programm. Klingt so ähnlich wie vorwärts trinken. Vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen akademischer ausgedrückt. Und das ist hier tatsächlich auch Programm. Das ist, wie gesagt, Weine, die mir persönlich eine unheimliche Freude machen, weil das halt wirklich was ist, was Spaß macht. Und das darf Wein auch. Und nicht nur zu dem Käse, sondern auch zum Fleisch. Nicht nur zum Käse, sondern auch tatsächlich wirklich zum Stück Fleisch mit einer schönen großen Kruste ist das echt was Tolles. Und dann ist es ja auch so, wenn es jetzt ein bisschen reifer wird, dann kann man es auch zu Geschmortem sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Nämlich habe hier Alex, der alte Prüm-Jünger. Wenn du bei Dr. Manfred eingeladen bist, kriegst du ja immer geschmortes Rind oder geschmortes Wild, weil der Mann geht zur Jagd. Ja. Und du kriegst immer einen Riesling und immer restsüß. Das sind sicher so ein paar Informationen, die man mal immer wieder durchsickern lassen sollte, weil diese Haltung, Riesling passt nur. Nein, restsüße Rieslinge passen insbesondere in der Reife wunderbar zu Fleisch, zu Geschmortem, zu Dunkel, zu Geflügel, zu sehr vielen Speisen. Absolut. Sehe ich genauso. Total. Ja. Also. Ja, das war, glaube ich, wer das geschrieben hat. Ist, er nennt sich Berlin 1, aber ich habe auch einen Verdacht, wer dahinter steht. kommt rein, Frage: Sind Martin, André oder Carsten? Von unseren Freunden. Jetzt haben wir eben Werbung gemacht schon fürs Vineyard in Hamburg. Jetzt müssen wir natürlich auch noch Werbung machen für Löffelsend in Berlin, die da auch einen ganz, ganz tollen Job machen. Moment. Für uns und uns in der Gastro vertreten. Da fragt Abel FFM: Es heißt oftmals, süße Weine trinken Leute, die keine Ahnung vom Wein haben. Weinkenner trinken trockene Weine. Oh, was haltet ihr von der Behauptung? Wer will? Ja, ich ganz gerne. Darf ich mit nichts antworten? Oder? Unbedingt, bitte, Astrid. Unbedingt. Also zunächst einmal ist es so, dass Süße natürlich relativ leicht zu verstehen ist, vielleicht. Aber in Wirklichkeit schaffen es nur wirkliche Weinkenner, richtig große, süße Weine bis ans Ende zu begleiten. Denn da steckt schon immer sehr viel Musik drin und da braucht man schon manchmal sehr viel Energie, um das zu tragen. Und Süße macht nicht, wir essen keinen Hamburger. Wir trinken, wenn wir süße Weine trinken, trinken wir Fructose. Und das ist einfach eine natürliche Form der Süße, die nichts damit mit diesem Larifari zu tun hat, ganz im Gegenteil. Und dazu passt eine unglaubliche Menge an Speisen eben auch. Es ist so spannend, auf jeden Fall. Ich habe mich vorhin kurz trotzdem gefragt, ob dem Franz die Zigarren fehlen. Ja, ich habe schon eine nach einer Zigarrenpause gefragt. Ja, und schon vor einer Stunde. Habe ich vergessen. Ich habe einen Post gesehen die letzten Tage, nicht nur mit einer Zigarrenlieferung, die du dir wohl in die Quarantänezeit hast liefern lassen, sondern auch mit einer Spotify-Playlist. Würde mich kurz interessieren, was du so hörst an so einem Abend. Wie, was? Musik. Welche Musik du da gerne hörst? Ich habe die mir angehört. Das kommt immer auf die Stimmung an. Okay. Also von mexikanisch, sehr tragisch bis was weiß ich was. Immer, Musik ist wie Wein. Das muss man immer im richtigen Augenblick aufmachen. Absolut. Ja, das ist auch und was das ist schwierig jetzt zu beschreiben. Ja. Aber Zigarren sind noch sehr, sehr viel wichtiger. Ja, mal schauen, was wir heute aus der Schlemmerwoche noch machen. Aber wir sind uns auf jeden Fall sicher, dass das der absolute Abschlusswein ist, oder? Also, dass das der ist, der in Erinnerung bleibt, der alles zusammenfasst, der diese Riesling-Kompetenz zeigt und irgendwie auch nochmal hervorhebt. Wir haben einen super schönen Spätburgunder gesehen. Also ihr habt ein gutes Paket gepackt, so kann man schon sagen, oder? Das hat er gepackt und das ist gut. Haben Sie ja was überlegt, wie wir auf dem Falkenhof waren vor 14 Tagen? Der eine oder andere hat ja wahrscheinlich das Video gesehen, als wir da zusammen bei dir am Tisch gesessen haben und einfach ein bisschen in die Kamera gebabbelt haben.
so aus der Hüfte geschossen. Da hast du ja die Idee gehabt mit dem 15er Spätburgunder auch. Das haben wir dann damit reingepackt, weil wir das ja tatsächlich auch jetzt haben. Das ist ja echt eine spannende Geschichte und war halt, denke ich mal, so ein schöner Überblick über das Weingut. Zwar nicht zu detailverliebt jetzt, sondern wir haben es, glaube ich, schon versucht, dass die Leute sich hier bei uns in der Wirtschaft wohlgefühlt haben. Ich habe noch eine Frage an den Franz. Wir hatten das, ich weiß nicht, ob du es noch fragen wolltest, aber in deinem neuesten Buch, Ab in die Küche, stehen ja auch einige Rezepte drin. Und da ist kein Fleischgericht dabei. Alles vegetarisch. Ja, genau. Also Hut ab, deswegen habe ich vorhin auch ganz kurz, vielleicht können wir kurz die Bilder zeigen. Sind so viele schöne Bilder von deinem Buch drin. Das kommt daher, dass ganz, ganz viele Leute einfach zu viel Fleisch essen. Ja, ich finde, ich persönlich esse ja definitiv viel zu viel Fleisch. Ja, ich auch. Aber nur meine eigene. Und wenn man jetzt mal... Aber das Problem ist ganz einfach, dass Fleisch einfach zu billig ist und und nicht wertvoll. Das, was wir heute produzieren, ist einfach Mist. Und Fleisch ist zu billig. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Vegetarier. Prozentual gesehen sind es immer noch sehr wenige. Aber das sind eigentlich keine Vegetarier, sondern das sind sogenannte Protesternährer. Die wollen einfach das Zeug nicht essen, was auf dem Markt ist. Und essen deshalb vegetarisch. Und ich denke, eine gute Ernährung hat immer auch etwas mit Fleisch und Fleischprodukten zu tun. Aber wir müssten uns ziemlich schnell zurückbesinnen auf Qualität, genauso wie beim Wein. Und das ist vielleicht jetzt langsam eine Frage, die auch aufgrund dieser Situation, in der wir heute sind, zum Nachdenken anregen sollte. Und ich habe da extra keine Fleischgerichte reingemacht, weil die macht sowieso jeder, die kennt sowieso jeder. Die Leute hauen ja lieber eine Schnitzel in die Pfanne wie ein Gemüse, weil es einfacher, weil es billiger ist. Aber das ist verkehrt. Und ich hoffe, dass man da ein bisschen was bewirken kann. Das ist genau das Gleiche. Leute, sauft keinen schlechten Wein, sauft guten Wein. Dann habt ihr mehr davon. Das ist viel billiger wie schlechtes Zeug. Und beim Fleisch ist es eigentlich genauso. Mal schauen, ob es was wirkt. Prost. Absolut, es ist mir auch aufgefallen. Ja, genau, eigentlich Prost, ne? Prost auf ja. Wir sollten einmal mit den Zuschauern auf jeden Fall anprosten, wenn wir das in die Richtung machen können. Hey, das war auch gut. Das Paket ist gut, aber der Siegelsberg fehlt. Sag was dazu. Der Siegelsberg fehlt, ja. Also gut, wir machen ja bei uns im Weingut tatsächlich so um die 25 Weine jedes Jahr. Und wir haben halt 6 ausgesucht. Ne? Also irgendeiner fehlt halt immer. Ne? Ja, ihr seid genauso bekloppt wie die Köche. Anstatt nur 8 Gerichte machen, macht er 15. Tja. Und dann wird es kompliziert. Aber ehrlich gesagt wäre es für uns ja auch langweilig. Ja, aber du hast natürlich allein mit Riesling eine so brutal vielseitige Sorte, die halt gerade trocken, halbtrocken, Unterrest ist, funktioniert. Ja. Und wir haben heute zu wenig für einen Riesling gemacht. Und deshalb machen wir das Ganze nochmal, aber dann nur mit Riesling. Okay. Aber dann kochst du einen Dreigang dazu, weil auch nur das ist ein richtiges Essen. Also trinken und kochen. Ja. Und geh gleich mit dem Hund eine Runde. Ihr habt eine tolle Auswahl getroffen. Käse und Leberwurst waren sehr fein. Tolle Moderation, alles sehr professionell. Wo stand das? Ist ja egal. Schön, ja. Prost, Jungs. Das Paket ist gut, aber der... Prost, Jungs. Prost, Gerhard. Oh, Entschuldigung, der Kameramann weist uns darauf hin, dass um 21.34 Uhr Sven geschrieben hat, bekommt der Kameramann Frau auch ein Wein. Wir haben sowohl Kameramann als auch Kamerafrau und ich kann sehr versichern, dass beide sehr gut versorgt sind. Während der letzten 2 Stunden vielleicht nicht ganz so gut mit Wein, aber das holen wir nach. Also nicht so gut wie wir auf jeden Fall. Aber das liegt ja auch an deren Vorbereitung. Die hätten sich ja was einschenken können. Sie hätten sich ja ein Tischchen daneben stellen können. Ja, eben. Also, schön. Nein, wir haben jetzt ab in die Küche. Ist es die Lösung? Also ich meine, da müssen wir jetzt noch mal ganz kurz drauf zurückkommen. Ja. Corona kam in dieser Zeit. Jetzt habe ich es doch in den Mund genommen. Es ging ab in die Küche. Ich bin mir sicher, viele gingen zurück in die Küche. Ich habe das im Freundeskreis erlebt und so weiter. Hält das an? Ich hoffe. Ja. Weil wir haben ja heute alle keine Zeit mehr zum Essen und das zum Genießen. Ja, Wein muss man kaufen, Essen kann man kochen. Mhm. Und das Wichtige ist wirklich, die Deutschen sind ja so Sparfüchse. Die sparen natürlich sehr oft am falschen Platz, also zum Beispiel mit dem Essen und mit der Qualität und immer das Billigste. Leider manchmal auch beim Wein.
Ne? Das ist eine Eigenschaft, die sehr deutsch ist, aber die absolut verkehrt ist. Also für seinen BMW das teuerste Öl zu kaufen für den Motor und daheim das billigste Olivenöl zu essen. Alles verkehrt. Leute, kauft euch was Richtiges und wenn ihr richtig gut essen wollt, dann kocht es euch selber. Es ist billiger, es ist besser und ihr lernt auch noch was dazu. Und je mehr, dass ihr kocht, umso mehr versteht ihr auch, von was ich spreche. Und deshalb habe ich auch nicht so viele Rezepte. Es soll einfach locker und einfach sein. Und ich denke, jetzt haben wir so einen kleinen Reset-Point. Kümmert euch um euer Leben, kümmert euch um euer Essen und versucht mal ein bisschen weniger Dinge zu machen, die einfach nur Mode sind, aber keinen Spaß machen. Aber Ernährung ist nicht, sich in irgendetwas reinzuschieben, sondern gut zu essen. Und gut zu essen kann ganz, ganz einfach sein. Genauso wie einen guten Wein zu trinken. Und wir müssen uns alle weiterentwickeln. Wir haben alle mal mit Edelzwicker angefangen und haben uns weiterentwickelt. Wir haben alle mal mit Müller-Thurgau angefangen, zu einer Zeit, wo der noch nicht gut war. Alles kann gut sein, die einfachsten Produkte. Aber da muss man sich halt ein bisschen kümmern, ein bisschen Geld dazu ausgeben. Wir haben heute Abend relativ wenig zitiert. Ne? Manche haben auch das Buch signiert nach Hause bekommen. Übrigens, Franz, will ich das nachher auch noch haben. Aber einen letzten Satz würde ich doch als Abschluss nehmen. Und zwar von dir. Wir sollten weder das Kochen noch das Denken anderen überlassen. Selbst Kochen führt Kopf und Bauch, Hirn und Herz wieder zusammen. Und ich glaube, dass wir da genau in der richtigen Zeit leben, um uns genau das zu Gemüte zu führen und hoffe, dass es ganz viele erreicht und diejenigen, die jetzt heute Abend nur diese mehr als ein bisschen 2 Stunden dabei waren, können noch ganz lange schmökern in dem Buch und ganz viel über ganz viele Geschichten hören. Ich habe auch noch nicht gefragt, was mit Wladimir Putin und Frau Merkel war. wir holen das einfach nach. Die essen wir auch. Wir werden ja aufgefordert, dass wir tatsächlich noch in eine zweite Runde gehen. Ja. Also ja? Bevor, dass wir jetzt hier noch eine Stunde länger schwätzen, machen wir lieber noch eine zweite Runde. Können wir noch ein paar Pakete verkaufen? Ja, aber größere. Größere Pakete. Mit mehr Fleisch, weil es wurde ja auch vieles zu erzählen. So ist es nicht. Es war ja auf jeden Fall auch oft die Frage, wann man auf dem Falkenhof Fleisch kaufen kann. Und, ja, ich habe halt sehr wenig und es ist einfach immer zu wenig und alle wollen immer nur Steaks. Wir machen vielleicht nächstens auch ein paar Fertigprodukte, also ein Bœuf Bourguignon oder so Sachen, die man sich kaufen kann. Oder man kauft sich das Fleisch dazu. Aber wir können einfach nicht verschicken. Die Logistik haben wir nicht. Und selbst wenn wir die Logistik hätten, habe ich einfach nicht genug dafür. Das verstehe ich. Ich versuche jetzt ein paar gute Bauern, gute Leute, die das genauso machen wie ich, zu lokalisieren, mit einzubinden und die dann vielleicht in einem Art Verband zu sagen, hier kriegt ihr das Gleiche, hier kriegt ihr auch was Gescheites, kauft es bei euch in der Region und so. Aber ich habe ja zum ersten Mal einen Hofverkauf gemacht, einfach aus Not, weil ich keine Gäste hatte und die Ware war da und dann haben wir die verkauft und das war ein Riesenerfolg. Wie? Ja. War ganz schnell alles also weg? Sehr schnell war alles weg, ja, auch die Leberwurst. Und ja, aber es ist doch immer besser, weniger ist mehr. Total. Ich kann das nicht erfüllen, ich kann die nicht alle mit dem ernähren, aber ich kann anregen, die Leute in eurer Region, wo ihr seid, zu unterstützen, die auch sich anstrengen, anständige Produkte zu machen. Und da bleiben wir dran. Und nächstens gibt es auch kleine Filmchen mit Rezepte, so 3-4 Minuten. Da sind wir jetzt auch dran. Das habe ich ja schon mal versprochen. Und da bin ich jetzt am Arbeiten dran. Es geht weiter. Prost. Kochst ohne großes Rezept. Also ich glaube, wir halten heute Abend fest, die Lösung unter anderem ist ab in die Küche. Und aber es geht um Wein heute Abend. Ja. Es geht um Wein, ich weiß. Es geht um Wein, aber ich glaube, alle können von uns bestätigen, dass der mit einer der besten Weine ist. Derjenige, den man während dem Kochen aufmacht, als allererstes, bevor überhaupt irgendwas geschnippelt wird. Deswegen lasst uns das so stehen lassen mit ab in die Küche und ab an den Wein. Das ist ja der Grund, warum also bei mir zu Hause zum Beispiel der Kochwein ist ja nicht der Wein, den ich zum Kochen nicht verwende, sondern der ist kein schlechtes in den Koch geschüttet wird. Natürlich der Wein absolut in den Koch. Ja. So ist es. Nächstes und Mal reden wir auch über den sogenannten Reparaturwein, oder? Ja, unter anderem auch. Ja.
der jetzt der letzte vermeintlich ist. Und ich glaube, damit stoßen wir ein letztes Mal an. Mit euch allen schön, dass so viele von euch dabei waren, heute die Schlemmerwoche mal ganz virtuell mitgemacht haben. Und ja, wir hoffen, dass es allen gut gereicht hat mit dem Fleisch und dem Käse, so wie wir gelesen haben, nicht. Aber das ist vollkommen verständlich. Wir feschbern jetzt noch gemütlich weiter und stoßen miteinander an. Und das Schlusswort ist, Küche ohne Wein geht nicht. Gar nicht. Oh mein Gott, das könnte der Titel. Eins. Ja. Franz, für dein nächstes Buch kannst du dir das vormerken. Schon als wieder ein Titel. Buch, langsam. Küche ohne Wein geht nicht, wieder ein guter Titel. Ich weiß, du kochst lieber. Also gut, wir machen an der Stelle die Schlemmerwochenverlängerung. Und so wie ich das vorhin rausgehört habe, muss die jetzt noch so weitergehen, dass wir noch mal anstoßen miteinander und alle sicherlich miteinander zu Hause auch. Wir schließen an der Stelle und sagen Danke. Genau, wir sagen Danke. Ein kurzes Wort wollte ich noch sagen. Also ich möchte jetzt nicht jeden erwähnen, der uns im Chat zu dem Abend gratuliert hat quasi. Ich glaube, es kam ganz gut an. Wir haben versucht, so ein bisschen die Waage zu halten zwischen Weinseminar und lockerem Abend. Es war kein Weinseminar, eigentlich haben wir mehr Spaß gehabt. Es hat uns auch viel Spaß gemacht. Was ich vor allen Dingen noch sagen wollte, das ist uns für ihn so ein bisschen abgekommen, wo wir hier sitzen. Ja, wir sind nämlich wichtig. Nicht bei uns im Weingut, wie der eine oder andere vielleicht bemerkt hat. Es sieht etwas anders aus als bei uns im Tankkeller, sondern wir sind hier bei, wer beim Kochen über Franz Keller spricht, der kommt bei der Veranstaltungstechnik nicht am Jobbo vorbei. Das muss man einfach klipp und klar sagen. Wir sind hier bei der... Joko ist intern, sag's wirklich, wie es richtig heißt. Ja, ja. Bitte? Sag den richtigen Namen natürlich noch. Also wir sind hier bei der Veranstaltungstechnik Jakob in Eltville beim Jobbo. Wer Rheingau ist, kennt auf jeden Fall den Jobbo und kennt seine tolle Familie. Seine Tochter steht an der Kamera heute Abend, die ich gerade nicht angucke, steht nämlich da. Kann ja mal vorkommen. Und wir haben den Ort hier gewählt, weil wir gesagt haben, wir haben hier einen tollen, absolut professionellen Partner, der das hoffentlich technisch auch gut in eure Wohnzimmer gestreamt hat. Wir haben vor allen Dingen jemanden, das muss man auch einfach mal sagen, der Jobbo, der ein waschechter Rheingauer ist, der unheimlich viel für den Rheingau auch tut. Ich bin ja selber aktiv auch beim Verkehrsverein in Erbach, die das Erdbeerfest organisieren. Wenn wir da am laufenden Wochenende irgendein Problem haben, eine Box fällt aus oder sowas, der Jobbo hockt ins Auto und repariert uns alles innerhalb von 3 Sekunden so ungefähr. Und hat da wirklich ganz tolle Leute, ganz tolle Mitarbeiter. Und denen geht es natürlich jetzt dieses Jahr mit dieser Veranstaltungsabsage bis 31.08. tatsächlich ganz echt schlecht, nicht gut. Ganz, ganz schwierig. Also denen geht es noch schlimmer als allen Gastronomen und Hoteliers hier inzwischen ja schon wieder aufhaben dürfen, wenn auch nur gebremst. Und deswegen war es für uns tatsächlich eine Ehrensache und eine Herzensangelegenheit, dass wir das hier gemacht haben. Und vielen, vielen Dank, dass wir es hier machen durften. Es hat uns unheimlich viel Spaß gemacht und wir machen es gerne wieder hier, wenn ihr bis dahin nicht euer Lager hoffentlich wieder für irgendwas anderes braucht. Und es war uns eine große Freude. Wir hatten viel, viel Spaß. Das wollte ich nur unbedingt auch gesagt haben, weil das hier wirklich ganz, ganz toll von euch war. Danke, vielen Dank. Bitte, Teresa. Ja, mir bleibt nicht mehr so viel übrig, außer dass wir jetzt noch zu Ende schlemmen, so wie alle das zu Hause machen. Und hat uns riesig gefreut, war eine Riesenfreude, das auch nebenbei mitzulesen. Wir haben nicht alles genannt, wie ihr euch vorstellen könnt, aber wir haben alles gelesen, ganz bestimmt. Und verbringt jetzt einfach noch einen guten Abend zu Hause. Ich muss nicht sagen, kommt gut nach Hause, weil die meisten sind zu Hause und das ist irgendwie auch das Schöne an der ganzen Geschichte. Ich fühle mich hier im Rheingau verdammt wohl und ich glaube, nächstes Jahr bei den Schlemmerwochen, wenn sie wieder hoffentlich so stattfinden können, wie sie sollen, dann bin ich hochmotiviert, dahin zu kommen. Dann können wir das ja auch mal machen für die, die nicht kommen. Ja. Nebenher. Genau, wir machen einfach Livestream für nebenher. Also in dem Sinne, Schwäbisch Ade Wasche, vielen Dank und danke an die Runde. Großartige Gäste und ich glaube, wir bleiben jetzt noch ein bisschen sitzen. Also vielen, vielen Dank. Tschüss nach Hause und alles Gute. Bis bald. Und wir trinken weiter. Tschüss, macht's gut. Ciao. Tschüss.